Leute, hier sind wir wieder im Skype und zwar mit Hilton und mit Will, mein Star. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Queste kommt und er so... Oh. Okay, es kommt noch. Nein, mit der letzten Quest kriege ich den Datenschlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es. Es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Gute Nacht. Wuhu! So, jetzt schauen wir mal, ob ich heute ein Video aufzeichnen kann, das ich auch verwenden kann. Ich hatte den Fehler gemacht, ich habe das, glaube ich, Samstagmorgen gemacht. Und dann bin ich immer müder geworden und habe gesagt, komm, das veröffentliche ich gar nicht. Ja. Da hat der Schwung gefehlt. Ja. Ich will euch ja ein bisschen Schwung geben. Ja, ich weiß nicht, wie lang das Video wird. Ich habe immer vor, kürzere, ist auch geil. Also kurze und kürzere, das ist dann so die Zwischenform. Genau, also kürzere Videos zu machen. Ganz kurze kann ich ja nicht, aber ja, manchmal schon. Ich sollte eigentlich noch was über S7 sagen, aber eigentlich nicht mehr, ja? Weil wir haben schon weit über das Machbare hinaus Bewerbungen und jetzt kann ich euch nur noch raten, fangt auf dem Server an und guckt mal, was für euch geht und stoßt dann irgendwann zu uns, wenn uns Leute verlassen. Was anderes kann ich jetzt nicht mehr sagen, ja. So weit ist es schon, ja. Wir haben noch ein paar wirklich krasse Leute in der Hinterhand, die sich noch überlegen. Für die müssen wir noch was freihalten und deswegen fällen wir jetzt noch nicht endgültig alle Entscheidungen. Es ist ja auch erst der 3. April. Wir fangen erst am 15. April an. Wenn ihr nicht wisst, worüber ich spreche hier über S7. Ja, S7. Genau, da gibt es eine schicke Gilde, die sich gerade The Heliwaiting nennt. Ja, wir warten nämlich eigentlich nur, dass es losgeht. Und wir haben halt gesagt, komm, wir wollen alle mit Level 1 starten. Und das hat, weißt du, wir hätten ja auch sagen können, kommt dazu und fangt einfach an. Ja, aber das hat so einen, internen Server-Start-Feel, ja. Und es wird aber dann auch eine ganz vernünftig ausgebaute Gilde geben, in die wir joinen können, also mit ein paar Prozenten. Ja, hier sieht man ja, wie man so normalerweise startet. Also hier, super, gell? Ich darf nicht auf Int skillen. Nicht auf Int skillen. Skill nicht auf Int. Genau, also wir haben natürlich hier... Nix Boni irgendwie so. Ja. Das ist leider so ein bisschen das Problem. Und auch hier bei den Ausbauten, wobei ich gesehen habe, dass einige von unserer Gilde schon gar nicht so blöd sind und schon ihre 6-4 gemacht haben. Ja. Also besser gesagt, machen wir ja 4-6. Ja. Das heißt 4 auf Goldschatz und 6 auf Lehrmeister. Und dann sind wir schon relativ gut ausgebaut. Und das kostet halt Gold, das können wir uns danach auch mal anschauen, wie man sich das ein bisschen erfarmt jetzt. Ich habe mir auch gerade so ein paar Pilze draufgeladen. Gibt so ein paar Spieler, die ich mir gemerkt habe. Ich kann es euch nochmal kurz zeigen. Das ist so ein Spieler, der in der Regel ein bisschen Gold gibt. Ja, hier so. Oh, oh, ein Gold. Genau. Den muss man auch mal sagen, also du bist echt mein Freund. Ja? Das ist mein erster Freund hier in, auf S7. Nee, ist er nicht. Ich habe hier noch einen Freund, ja. Und zwar ist es ein Krieger. Da hat jemand den Fehler gemacht, dass er... Warum ist es denn... Spieler nicht mehr ignorieren? Warum habe ich den ignoriert? Ich kann es euch nicht sagen, ja. Auf jeden Fall hat er versehentlich einen Krieger erstellt. Das ist ja geil. Also auf was man alles achten muss, ja. Hast du so eine reine Berserker-Gilde? Ich gehe es mal durch, komm. Also einfach... Gut, die Namen sagen euch manchmal was... Und manche sind ja so halb inkognito unterwegs, ja. Das wird sich dann vielleicht wahrscheinlich noch aufklären. Der eine oder andere wird dann noch ein paar Videos machen dazu. Aber ja, und wir haben auch schon den ersten. Also ich finde das schon konsequent, oder? Frage 1. Und gleich Goldrahmen. Gar nicht rumkleckern, ja. Auch nicht auf Aktionen warten oder so. Das ist praktisch der bessere Goldrahmen, den man dann außerhalb der Aktion kauft, ja.
Was ich übrigens nicht gewusst habe oder nicht mehr gewusst habe, ich habe ja auch schon so viel vergessen bei dem Spiel, dass man den Goldrahmen ausschalten kann. Das heißt, man kann ihn sich holen und ihn dann ausschalten. Was ich relativ wichtig finde, weil nach wie vor finde ich den Goldrahmen eigentlich, wenn man sich jetzt hier mal anschaut, schicker ohne, also besser gesagt, das Bildchen im Helivator, das Goldene, finde ich wirklich schicker ohne Rahmen. Ja? Also, aber es macht ja auch keinen Sinn, sich den, ich muss immer gucken, wo der Händler steht da, sich den, ist der das? Nee, der ist das, genau. Da kann man das sich, warum gibt es nicht andere Rahmen auch noch? Es ist nicht mein, ich habe das noch nie gemacht, ich habe das noch nie gekauft. Es müsste vielleicht andere geben, ja. Aber ich skippe dann lieber irgendwas in der Festung oder eben dann auch in der Unterwelt. Das ist mir dann lieber. Genau, wir müssen ein bisschen schauen, dass wir hier die Stadtwachen, habe ich so ein bisschen auf der Reihe. Hier, glaube ich, können wir gerade mal kurz, ja, ich könnte auch die ganze Zeit labern und währenddessen Kisten gucken mit euch. Könnten wir auch mal, das ist auch ein Spiel. Ja. Ich glaube, ich habe nämlich noch überall gerade, deswegen nutze ich es mal noch schnell aus. Darf man sich nicht drauf gehen? Ja, genau. Manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht so gut. Also nachts läuft es besser. Wahrscheinlich habe ich auch deswegen so viele Kisten, weil ich nachts so viel unterwegs bin. Und genau. Und jetzt kann ich aber, ja, kommt was. Nee, kommt wieder nichts. Genau, das ist auch schön, wenn die Kisten nicht anspringen. Jetzt wollen wir die Stummschaltung aufheben und jetzt schauen wir uns mal die Situation an. Also das ist leider ein bisschen das Thema. Ich habe schon ganz viel zerstört, was ich konnte, war auch schon auf der Toilette, ja. Mein Problem ist halt diese Geschichte, dass ich ja, den Märchenturm eigentlich jetzt fertig machen möchte und das mache ich jetzt auch gnadenlos, völlig egal, was bei rumkommt, ja. Einfach den Märchenturm, ich habe keine Lust mehr. Also abgesehen davon weiß ich gar nicht, ob ich es schaffe mit 284. Haha, geht nämlich schon los. Geht schon los, auf einmal bin schon ich dran. Das geht aber schnell. Im letzten Video war das noch anders. Jetzt gucken wir mal, Int habe ich nicht, ich habe Stärke. Int hat der Kerl, was hat er hier? 477, 371 Lebensenergie, Qualität gegen Schwäche. Ich kann es halt leider nicht zerstören. Kann ich leider nicht, ja. Bin auf S1 unterwegs. Auf S1 habe ich sogar, spiele ich sogar hier mit Alter Ego. Ja, ich habe es aber auch schon oft vergessen jetzt, dass ich es nicht umstelle. Das ist, weil ich es auf keinem Server so spiele. Ja. Weil ich halt eben, das letzte Mal habe ich auf S41 gestartet. Da habe ich mit, und da gab es Alter Ego noch nicht. So ist es nämlich. Ja. Das ist nämlich die Wahrheit. Und dann war ich halt mit den Arena-Managern auf meinen anderen Charts schon unfassbar weit. Also im Prinzip, ja. Und jetzt habe ich das Thema auf S1 und W1 und mache ständig Quatsch. Genau, also ja. Dann schauen wir uns mal das Ding an. Das könnte sogar ich nehmen, oder wie? Ja, genau, die Osterding, da sieht man ja nicht sofort, wem es gehört. Also das ist natürlich auch ein ganz mieses Ding. Und was wäre es denn vom Zerlegen? Kann man das rausfinden? Da doch, steht er da. Alter, das ist echt so bescheuert. Ich weiß echt noch nicht, was ich mache. Vielleicht gebe ich einfach das Alter Ego auf. Hier, und baue mir danach meinen Quest-Char, wenn ich hier fertig bin. Allerdings sind ja hier auch lauter Ethics drin. Es ist echt ein Drama, ja. Ansonsten, ich kann nichts machen. Ich könnte jetzt hier, ich hätte sogar einige Pilze da. Und dann könnte ich hier nochmal, ja. Das wäre so die prinzipielle Idee, aber das muss ich auf S1 wirklich nicht machen. Also werde ich ein bisschen wie auf neuen Servern spielen und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Auf neuen Servern spielt man nämlich so, scheiß der Hund drauf. Ich habe keine Lust mehr. Ich mag nicht mehr, ja, um jedes Krümelchen Equipment hier mich bemühen. Stärke, das gefällt mir persönlich. Lebensenergie 5%, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, jetzt geht's rund, ich sag's euch. Wuhu! Komm, dann holen wir uns den Stein. Dann haben wir wenigstens einen Grund, das Ding zu zerstören, ja. Bop. Das ist schön, ja. Und, ja gut, war ja eh klar, dass ich da bin. Mal kurz gucken, weil ich glaube nämlich, dass ich hier was machen kann. Nee, kann ich nicht. Zumindest nicht Sinnvolles. Genau, dann schauen wir einfach mal den Turm jetzt fertig. Ich habe keinen Bock mehr. Wenn es geht, ja.
Ja, bitte. Pass mal auf. Genau. Es geht ja auch ein bisschen schneller. Was haben wir hier? Der Magier würde was bekommen. 311, das ist eigentlich auch ganz schick, aber da hat er Dingsterbums da drin. Was mache ich? Komm. Ich habe ja gesagt, ich mache jetzt ein bisschen Quatsch. Spiele jetzt mal nicht so effizient und mache so Sachen, weil ich keine Lust mehr habe. Schauen wir mal, wie es im Turm hier weitergeht. Ich weiß nämlich gar nicht. Ich habe einen schönen Dungeon habe ich dann leider nicht zu zeigen mehr. Ach, okay. Jetzt fangen die an rumzuzicken hier. Okay, dann machen wir. Huhu. Dann geht's auch sofort durch. 782. Achso, genau, ich kann auch mal hier Steine vergeben und so weiter. Das kann ich auch nochmal schnell machen. 782. Blitzschaden 18%. Ich glaube, das ist ja fast schon besser für mich. 18. Mal auf, dann machen wir. Kriegt der den Blitzschaden hier? Wupp. Und der Kundi hier, der kriegt erstmal das Ding hier. Genau, und dann packen wir das mal weg und dann können wir uns, komm, für den Kuni können wir uns doch mal kurz einen Stein holen, oder? Dann, ja, ist jetzt auch nicht der beste Stein, den wir bekommen könnten, aber also in den Waffen, wenn die was drin haben. Achso, ja, genau, jetzt könnte ich ja schon die Sachen machen, weil ihr seht ja, es wird ein bisschen knapper und ich habe nämlich diese Geschichte. Ja. Da brauche ich es nicht machen, hier auch. Ja, also Erstschlag und hier auch und dann kann ich nochmal schauen, ob ich noch in die Waffen was reinpacke. Hey, wir gucken, vielleicht kommen ja was anderes noch. Jetzt haben wir mal den, seht ihr, wie knapp das auf einmal ist. Vielleicht, aber noch geht was. Ja. Das ist so die, das ist Oldschool, was ich jetzt mache. Ja, das war wirklich dieses wilde Rumgeklicke, das musste man früher machen. Ja. Ich habe ja das Gefühl, dass meine Maus gerade wieder sich so verstellt hat. Ich habe die eigentlich auf. Man sieht es auch gerade gar nicht. Yippie, da ist er. Genau, und dann schauen wir mal, was wir bekommen haben. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr, alles richtig zu machen. 397, das ist sowieso richtig schlecht. Weil es so schlecht ist, weg damit. Weg damit. Das nächste Paket kommt garantiert. So nach dem Motto. Ja. Und gut, jetzt komm. Gib. Vollgas! Ansonsten, wenn der nicht fällt. Der will nicht. Der will nicht! Dann packen wir mal ein paar Steine noch rein und suchen wir uns mal ein bisschen was. Bop, bop, bop. Lippi! Rot, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Schauen wir mal, jetzt sind wir wahrscheinlich schon wieder voll gleich. Eieieiei. Jetzt kommt so ein Quatsch. Gut, bringt Gold, ja, aber sonst eigentlich auch nichts. Ja, nein, komm. Ich will eigentlich nur schwarze Steine, ehrlich gesagt. Und jetzt kommt kein einziger. Jetzt könnte ich dann auch mal andere Steine nehmen. Und da kommt einer. Genau, da kriegt nämlich der mal sein Steinchen hier rein. Das könnt ihr auch über. Also, er hat schon noch viel Potenzial, auch Steine zu bekommen. Oh, da gibt es auch noch mal einen. Für mich ist das nichts, aber. Ja, der Krieger hat sogar. Schauen wir mal kurz, weil am besten ist ja eigentlich mein Kundi. Komm, dann kriegt der da. Ist das was Schönes hier? Oh, Lebensenergie 1%. Das ist bestimmt nichts Gutes. Dann gucken wir doch mal lieber, ob wir vielleicht dem Krieger was Gutes tun. Das ist vom Rüstwert nicht schlecht. Von den Werten auch nicht so schlecht. Komm. Ab in die Tonne sozusagen damit. Obwohl es ja ein Briefkasten ist. Genau, also ich wurde letztens eingeladen zu so einem Wissensspiel für Shakes and Fidget. Und ich, Leute, das wäre so in die Hose gegangen. Also ich weiß ja eigentlich nichts. Und? Na gut, das schaut schlecht aus. Dann machen wir mal Folgendes. Wir weichen jetzt mal aus und gucken uns das hier mal an. Dann machen wir ein paar Levels oder so. Ups, ich wollte eigentlich schon genau, Kampf speichern und so. Und machen dann den Rest nachher. 310 alle Attribute. Was haben wir hier? Int. Aber echt schlechter Rüstwert. Und tschüss. Und hier haben wir zumindest
Na, das weiß ich noch nicht genau. Oh, der ist aber auch nicht schön. Komm. Kriegt er meinen Kundi hier. Also, ich spiele jetzt einfach anders. Ja? Ich habe jetzt keine Lust mehr. Lebensenergie 5%, das mag ich. Das mag ich aber ja, eher bei mir. Ich könnte aber natürlich auch mal gucken, was die anderen so machen. Uns irgendwann umbauen. Was hat denn der hier? 4%. Alter. Da hat er 3. Das ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht, komm. Nehmen wir, weil ich glaube, jetzt kriegen wir auch öfter mal die 5%. Was waren das eigentlich? Ach, das ist auch noch das Kundi-Zeug. Ja, das ist natürlich, das war jetzt schlau, oder? Top! Der bessere Handschuh in jeder, und ich tausche die Rune, das ist so geil. Nein, das machen wir nicht. Das war jetzt doppelt blöd gewesen. So geil. Ja, aber das sind diese Ostern-Dinger, die irritieren mich. Steingewinnung, blub, und das Ding darin. Jetzt schauen wir nochmal kurz hier, weil es ja was im Handschuh zu tun hat. Machen wir das hier. Ja, also so, es wird, ja. Natürlich, klar, diese Schattendinger kann man besser verkaufen, aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Ja, es wird hier ein bisschen geballert. Seht ihr auch, 1138, das ist echt alles schade, dass ich das alles verliere. Kampfmagier, genau, das könnte ich auch benutzen. 842 und 378, ist eigentlich ganz schick. Das habe ich hier drin und bin ich dann schon drunter? Ne, ich habe immer noch 15% Boni. Ja, was ist eigentlich das hier? Kann der was damit anfangen? Der hat auch das jetzt eigentlich gerade erst bekommen, oder? Rüstwert, was haben wir hier? Alle Attribute. Ein Ring, die Ding. Wie schauen unsere Ringe aus? Na gut, das ist wurscht. Mein Ring. Ja, ist auch noch in Ordnung. Hier, nein. Ja, komm. Weg! Brauchen wir nicht. Hat auch keinen. Ja, hier. Ist die Frage, ob ich mir den Stein hole. Das ist eigentlich so ein bisschen die Frage. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht, der Stein. Lebensenergie 4% brauche ich jetzt nicht mehr. Gut, den kann ich mir mal. Nee, den kann ich nicht, oder? Doch, pass auf. Den hole ich mir noch irgendwo hier rein. Was ist jetzt hier schön? Hier ist 5%. Das ist auch nicht so toll, das Ding. Das geht noch. Na gut, das ist noch einigermaßen nett. Dann holen wir uns mal den hier. Genau. Dann ist der auch schon mal wieder ein bisschen fitter hier. Unfassbar. Und dann holen wir uns nämlich doch den hier. Die Steingewinnung. Und dann müssen wir mal wieder. Erstmal müssen wir aufpassen, dass wir hier. Genau. Da müssen wir wieder auf Stärke umswitchen. Das ist immer so eine Arbeit. Genau, jetzt ist es auf Stärke. Das müssen wir grundsätzlich mal kontrollieren, ob wir da schon wieder ein Thema haben im Char. Ja. Also hier ist nur, glaube ich, eine ungleiche Skillung ein bisschen drin. Ja. Genau. Das erklärt sich von alleine. Also weil, ich sehe, der Geschick ist ein bisschen höher als Int. Aber egal. Egal. Total egal. So egal. Was mache ich denn eigentlich gerade? Und Blumpfti-Bumpfti. Ja, also so kann man es auch machen, wenn man einfach. Oh, jetzt wehrt sich da einer. Ja, bitteschön. Ja, bitteschön. Da ist es. Dann gucken wir einfach mal. Vielleicht kann ich auch mal ein bisschen was verwenden. Ja. Oh, ist das schlecht. Rüstwert ist so schlecht. Den schmeiße ich sofort weg. Also wie gesagt, ich würde wahnsinnig gerne jetzt irgendwie so diese 15er Zerstörungsgeschichte am Start haben. Habe ich aber nicht, ja. Also. Und so ist es halt einfach. Ja. Das muss ich halt nach und nach aufbauen. Und noch bin ich eh nicht so, dass ich sage, ich muss immer ganz viel verbessern hier. Also Krieger. Krieger! Ja gut, die Werte sind gut, aber der Rüstwert ist echt bescheuert. Will ich nicht. Hier, sind wir weiter. Was kommt denn überhaupt jetzt? Stärke. Und weg ist er, der Kerl. 315, was haben wir hier? 232. Der ist mal schon richtig schlecht. Okay. Ich
Ich habe ja gerne meinen Kundi etwas stärker. Ja? Auch wenn das dem besser zu Gesicht stehen würde. Der hat einen besseren Stein drin. Machen wir es mal so. Gib mir einen schwarzen Stein! Gib mir einen schwarzen Stein! So, genau. Schwarzer Stein und rein. Schauen wir mal kurz, was wir hier alles rumliegen haben. Genau, das ist so alt, das hat noch nicht mal eine Rune. Haben wir eigentlich schon irgendwo nochmal so Leben oder so? Ja, ist wurscht. Mal kurz nochmal durchschauen hier. Dass ich schon alles schön geändert habe. Blub, blub. Alles gut, genau. Und gut, den müssen wir auch noch ändern. Und dann gucken wir nochmal hier rein. Ja. Wuhu! 92! Da geht's ab. 316. Alle Attribute. Ist eigentlich nicht schlecht, aber wenn man die schwarzen Steine dran hat. Ja. Also das auch. Komm. Dann verbessern wir einfach den hier. Der hat nämlich auch keine Rune drin. Das ist einfach. Das ist mir dann auch völlig wurscht, was die anderen drin haben. Aber da hole ich mir jetzt den Stein. Dann bin ich jetzt mal so frei. Ist zwar jetzt kein Superstein, aber auch so schlecht ist es auch nicht, das Ding. Und dann schauen wir nochmal, was jetzt hier geht. Das war knapp. Da ist er! 291. Was haben wir jetzt hier? 384. Int. Das können wir ja nicht ändern. Da hat er Lebensenergie, da hat er keine Lebensenergie. Da hat er aber nur 3%. Also. Ja. Ich habe gestern Nacht auch nochmal... eigentlich schon in einem, da ist auch wieder so 5%. Wir können uns einfach auch mal die Sachen raussuchen und dann einfach mal verteilen. Ja? Brauche ich gerade Tränke? Nee, eigentlich nicht. Ja. Also, das können wir dann gleich machen, wenn der Char dann einigermaßen dasteht. Das ein bisschen sinnvoller verteilen, mal Steine reinsuchen für diese Jungs. Und das können wir dann auch machen, aber, ups, jetzt brauche ich eigentlich halt dann hier nicht, den nächsten Key. Ja, so schaut's aus. Und dann muss ich doch mal ein bisschen nochmal aufräumen. Ja gut, der ist halt schön, weil er nochmal einen Epic drin hat. Komm, schmeiß mal den weg. Zumindest, dass ich hier zwei Plätze frei habe. Ist zwar eine Doppelhänderwaffe, also das war jetzt eigentlich Blödsinn, aber es ist eh Blödsinn, wie ich gerade spiele, aber ich habe keine Lust, jetzt so lange zu warten. Ich mag nicht mehr. Ja. Genau. Wupp. Da haben wir den nächsten Key bekommen. Und was haben wir gekriegt? Geschick. Geschick, Geschick. 382. Ja gut, das ist gut. Ja. Alles klar. Dann kriegt der den. Und die war ja nicht so. Das war ja nicht so schlecht, das Ding. Nehme ich das. Genau, und dann kann man halt auch hier solche Sachen reinverteilen und hat es dann fertig, ja. Aber das ist nicht schlecht. Also, ja, ich habe jetzt 2 Tage Skips verpasst. Ich hatte aufgebaut und dann eine halbe Stunde, bevor der Händler kam, habe ich gesagt, komm, ich stelle mir 1,5 Stunden Wecker. Hab den Wecker gehört, habe ihn ausgestellt, habe weitergeschlafen. Das ist die knallharte Wahrheit, wie wichtig mir hier der S1-Char ist. Aber ja. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, hier geht's weiter. Bupp. Fängt schon an zu zicken, das Zeug hier. Jetzt fängt schon an zu zicken. Gut, dann müssen wir halt ein bisschen mit Vollgas-Taste arbeiten. 292! Qualität von Gegenständen 2. Ich habe hier, glaube ich, so ein bisschen was reingefummelt. Das ist nämlich der einzige Vorteil, warum ich hier, weil das hier, das brauche ich eigentlich nicht. Ich kann... Warte mal. Mal schnell gucken. 904 und 320. Wie ist denn eigentlich das? Na, dann geht's nach unten. Rüstwert gefällt mir. Der Rüstwert ist nicht so richtig schlecht. Da habe ich noch einen schlechten. Aber es ist halt auch wieder alle Attribute. Ne? Ich glaube, ich lasse nochmal so und mache jetzt hier auf Runen tauschen mit dem Ding.
kann aber mal kurz hier gucken, was hier ist. Auch nicht so wirklich unbedingt notwendiger. Int 384, da müsste ich auch wieder mit Rune tauschen und da. Gut, da hat er keinen Stein drin, also ja. Was haben wir jetzt hier drin gehabt nochmal? Stärke, Ausdauer. 800, na gut. Wo kommt denn das Ding eigentlich jetzt her? Achso, das kommt vom Questen, glaube ich. Edelsteinsockeln hinzufügen und dann, nee, pass auf, Rune tauschen brauchen wir jetzt nicht. Also brauchen wir jetzt keine 4% holen, dann nehmen wir uns lieber das Ding hier und hauen das da rein und dann wird das schon langsam mit 5% hier. Dann kann man das Ding auch wieder verkaufen. Zwei, brauche ich das noch irgendwo? Nee. Ich glaube, jetzt habe ich meine 5, genau. Jetzt brauche ich eigentlich noch ein Teil und dann kann ich schon langsam hier ans Questen denken mit dem Ding. Ja, da muss ich nicht mehr hin und her schalten, dann kann man das Ding ja verkaufen. Genau, steinmäßig, ja gut, ich kann noch mal kurz gucken, vielleicht kommt da mal was Schönes. Kann ja auch mal sein, ne? Sowas nicht. Und jetzt muss ich halt immer wieder rüber, um das zu... Für so ein bisschen ballern, ja. Ja, Tausende vom Pilz hier wegballern. Das ist einfach. Da, genau sowas wollten wir haben. Schauen wir mal kurz dran. Nee, noch habe ich da was anderes drin, aber der wird so langsam. Ja, kriegt der Probleme. Alles schön. 5 und eigentlich brauche ich nur noch einen 5er, aber das mache ich dann gleich nachträglich. Ja. Und dann gucken wir mal hier. Muss ich noch irgendwas machen? Nee. Yippie! Sagen wir willkommen. Stärke. Ist auch schön. Na gut, jetzt könnte man das eigentlich machen. Pass auf, Edelsteinsockel hinzufügen. Und da holen wir uns den Stein. Weil der ist total wurscht mit den 3%. Und jetzt können wir nochmal gucken, ob wir hier irgendwas Witziges finden. Erfahrungsbonus 3%. Jetzt ist ja die Frage, gell? Ob ich jetzt schon so umbauen soll. Dann wären die Zweier weg. Also für nachher. Weil dann würde ich mit 15, 3, 6, 9, 12 arbeiten. Ja? Also 15, 3, 6, 9, 12 und einmal fettes Gold. Und da muss ich das alte Ego nicht mehr verwenden. Für den Umstieg. Und dann ist eigentlich durch. Ja? Eigentlich ja. Habe ich noch irgendwo das Potenzial? Ja, einmal darf ich. Das heißt, dann nehme ich wirklich den hier. Wo ist der? Hier. Und nehme den auch gleich mal mit in diese Lebensenergie-Geschichte rein. Wo ist das Ding? Das ist die Nase ist das. Wupp, genau. Dann haben wir jetzt schon mal hier Abenteuer drin. Und jetzt brauchen wir aber eventuell ein fettes Gold. Oh, ich weiß gar nicht, was kommen könnte. Also Gold 14... Das toll ist, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Aber zur Not würde ich es nehmen. Ja. Hier kommt nochmal 3% Abenteuer. Ich habe halt so wenig Platz. Ich krieg die Krise. Aber das ist der Plan eigentlich letztendlich. Gell? Ich kann... Pass mal auf. Ich gebe das dem Ding mal. Dann habe ich mich auch schon wieder hier 6 drin. Und hier wollte ich jetzt aber wirklich nochmal 5% Lebensenergie drin haben. Goldbonus 15%. Das ist vielleicht schon ganz nett. Komm, ich muss eine Sache noch, muss ich noch wegschmeißen. Ansonsten kriege ich hier die Krise. Eine Sache. Aber was? Aber was denn? Komm, das Ding und dann hole ich mir dabei mal den hier. Weil ich 15 finde ich gar nicht so schlecht. Ist ein guter Anfang. Können wir ein paar Tränke kaufen. Wenn man nicht zu schwach ist, um sie hochzuziehen, dann tschau. Da kommt immer Erfahrung. Ich krieg die Krise.
Also eigentlich ist... Ja gut, dann lasse ich den jetzt mal stehen und schau mal, was hier geht. Ah, da ist ja doch mal Lebensenergie. Schön, ne? Toll. So. Ja, was war das für ein Ding? Genau. Das blaue Mäntelchen. Wo ist das blaue Mäntelchen? Da ist das blaue Mäntelchen. Blub. Genau. Habe ich das jetzt getauscht auf der auf Blitze? Passt alles, genau. Das heißt, ich habe jetzt meine 15. Das ist auch witzig verteilt. Normalerweise verteile ich so nie. Ja. Und dann habe ich schon 6% und hier meine 5%. Also, weil eins ist ja zu viel. Und dann kann ich hier auch schon mit Gold planen und stecke. Vielleicht spiele ich auch mit 2 Gold und spiele 1% Abenteuer weniger. Das könnte ich machen. Das ist wahrscheinlich effektiver. Ja. Genau, dann gucken wir mal weiter. Ja. Muss ich noch irgendwas bedenken? Habe ich noch irgendwas falsch gemacht? Also, ja, noch viel mehr als sonst? So muss man eigentlich fragen. Ja. Habe ich noch viel mehr falsch gemacht als sonst? Nein, habe ich nicht. Also. Wuhu! Und was haben wir bekommen? Das ist aber was Schönes, Kundiges. Oh, der hat auch was richtig Schlechtes. Aber so schlecht ist es gar nicht, was er da hat. Aber das ist schon nochmal viel besser. Vor allem hat er da gleich Lebensenergie drin. Komm, ich bin gnadenlos, gnadenlos. Ja? Einfach Platz haben. Und dann hier. Flop. Nein. Jetzt zickt das Zeug, das. Wuhu! Ihr kennt ja die Speed-Up-Taste, gell? 321. Wir schauen uns mal schlechte Ringe an. Ja, notfalls kann ich auch hier mal sowas machen. Aber der hat wirklich... Na gut, alle Attribute, muss ich ein bisschen aufpassen. Komm. Der hat zumindest Steinpotenzial sofort. Ja? Das mag ich jetzt. Gucken wir mal weiter. Yippie! Juhu! Was haben wir? 1000 irgendwas. Ach, ja. Nee. Rüstwert. Mäh. Mup. Mip. Nein. Nein, du nicht. Du kommst mir nicht in meinen Char. Auch nicht in meine Begleiter rein. Jetzt ist wirklich die Frage, ob ich wieder die Vollgas-Taste anmache. Schau mal. Oh, der ist aber... Da ist er! Der ist aber zickig gewesen. Was haben wir hier? Krieger? Ja, das ist jetzt wirklich die verwirrende Zeit, dass man ständig so Zeug bekommt hier. Ich habe gewusst, dass da Lebensenergie drin ist. Ich hab's gewusst. Was haben wir denn noch? Die Rüstwerte sind halt jetzt auch nicht so klasse. 390 ist schon sehr ähnlich, gell? Komm. Mir hat der Zerlegewert hat mir ganz gut gefallen. Das muss ich ehrlich gesagt gestehen. Was haben wir jetzt hier? Geschickt die Bumsti. Das variiert. Gut, hilft nichts. Wuhu! Waha! Gelevelt haben wir nicht. Wir haben Ohren bekommen. Auch gleich Kriegerohren. Schöner Rüstwert. Aber alle Attribute habe ich keine Lust drauf. Also ihr seht, genauso wollte ich eigentlich nicht spielen. Aber das hilft nix. Das ging aber schnell. Was haben wir jetzt? Nochmal Krieger. Warum steht es eigentlich dann irgendwie nie drauf bei diesen Oster-Epics? Passen die jetzt überall rein? Ja, eben nicht. Das ist ein Kriegerding. Aber steht da nicht drauf? Ja, jetzt steht es drauf. Steht es dann... Ja, verstehe. Wenn es im Fall, im richtigen... Weil so eine Sachen merke ich nicht. Ja gut, jetzt habe ich es gemerkt. Dass quasi wirklich das Ding nicht... Die Bemerkungen, also benötige Klasse, Krieger, bababab, steht nur drauf, wenn du auf der falschen Klasse bist. Auf der richtigen Klasse steht es nicht drin. Gut, das will ich aber trotzdem nicht. Und jetzt der 10er, ja.
schau mal, ob da was geht. Wuhu, 298, ich bin der König der Welt. Gut, da oben haben wir gesehen, ist schon ein bisschen was passiert. Der hat ja Lebensenergie. Alle Attribute. Ja gut, finde ich aber ganz gut, die Kette, ehrlich gesagt. Hier, da könnten wir wechseln, weil die so ein bisschen besser zu zerlegen ist. Ich habe ja hier auch schon Erfahrung 3% drin. Leute, es ist... Ah, okay, verstehe. Da waren auch noch Zweier drin. Da ist nur eins jetzt drin. Na gut. Aber das werde auch. Vergesst es einfach, das ist einfach... Manchmal ist es peinlich. Manchmal ist es peinlich, aber mir ist es nicht peinlich. So, jetzt ist eben die Frage. Was machen wir jetzt hier? Erstmal gucken hier. Ja, hängen uns rein. Was? Laufend 20 plus und dann wieder minus. Was? 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 Ja, wenigstens habe ich hier diese Situation mit den besseren Steinen. Das habe ich auf W1 ja nicht. Ja. Ich glaube, W1 mache ich echt nächste Woche. Habe ich mich gerade entschieden. Muss ja nicht alles an einem Wochenende machen. Märchenturm habe ich hier eben noch. Dann kann ich nochmal schnell hier gucken, was hier los ist. Hopp. Ich glaube, das kann man wieder nicht. Genau, das ist... Ich mag diese Meldung unfassbar gerne. Es ist die wichtigste Meldung überhaupt. Eieieiei. Schöner schwarzer Stein. Ein schöner schwarzer Stein. 328 kriege ich jetzt schon. So schaut es nämlich aus. So schaut es nämlich aus. Aber so schlecht sind die gar nicht. Und das ist ja eh alles das Gleiche. So vom, ja. Da würde man quasi dann sagen, komm, kriegen meine Jungs hier, also der Magier am ehesten, am wenigsten. Und das Ding ist echt schlecht, das kriegt gar nichts. Also würde ich sagen, ich fülle mal den Krieger langsam auf. Und ich finde eigentlich, ach komm, den finde ich aber richtig gut, den Gürtel eigentlich. Upp. Genau. Und was habe ich gesagt? Nee, hier nicht. Wir können aber trotzdem hier mal kurz reingucken, wie es hier eigentlich ausschaut. Jetzt mit höherem Level und so. Wuhu. Ich habe natürlich jetzt keine Waffe bekommen für mich. Aber, wuhu. Ja, jetzt kommt natürlich sowas Schönes. Auch mit Lebensenergie, guckt mal. Aber der Rüstwert, das ist doch so. Der Rüstwert. Komm, dann kriegt der das. Da freut sich, hat er Lebensenergie und das Ding ist weg. Eieieiei. Was geht jetzt? Geht hier nochmal was? Ne, ich glaube, jetzt ist es vorbei. Ja, der schaut mir zu dick aus. Ja? Der muss erstmal abnehmen, damit er durch die Tür passt. Und hier müssten wir jetzt nochmal hier, Bob, da muss ich auch mal schnell kurz reingucken in die Unterwelt. Ah, jetzt muss ich mal das hier machen. Nein, ich mach das so ungern. Aber jetzt muss ich natürlich dieses eine blöde Level auch noch machen, das ist auch klar. Ja. Was haben wir bekommen? 317. Oh Mann, der Magier ist echt... Der wird nicht geliebt von mir, das kann man echt nicht sagen, dass es dem gut geht. Nicht wirklich, aber komm. Oder warte mal, wie gut ist denn der? Aber schlecht ist der nicht, vom Rüstwert ist der schön, oder? Mit, komm. Wahrscheinlich kriege ich genau dann einen Helm. Aber ich habe mich vorher schon dagegen entschieden, den Helm hier zu wechseln. Oh, jetzt kommt er. Wir können auch noch einiges über den Wirbelwindsturm machen, aber genau das wollen wir uns eigentlich sparen. Weil dann muss ich auch wieder... Erstens mal kann man nicht durchfegen. Deswegen heißt der Wirbelwindsturm. Uhu, 299 und ein paar zerkrübelte. Komm, hör doch auf. Hör doch auf. Ihr wollt mich doch verarschen. Alle Attribute 327. Alle Attribute fliegen hoch. 327. Nein, das will ich nicht. Und hier? Das epische irgendwas finden. Ja, bitte. Können wir nur noch gucken, ob wir hier mehr Material bekommen, als hier bekommbar. Und dann machen wir das hier. Und tschüss. Genau, jetzt gucken wir nochmal, ob noch einer geht. Ich habe aber ein schlechtes Gefühl, ehrlich gesagt. Jetzt werden die echt langsam fies. Nein, ich habe es geschafft. Und ich bin 300. Darum ging es ja. Was habe ich denn bekommen hier? Magier Druide. Ich bin ja Krieger.
von der Waffe her. Ich will sowas nicht. Ich reklamiere. 1485 finde ich schlecht. Will ich nicht. Ich finde, die Waffe ist unfair. Die ist den Gegner gegenüber unfair. Komm, eigentlich gar nicht überlegen. Ja. Was war das jetzt hier? 16%. Was habe ich hier? Was habe ich persönlich? 18%. Und jetzt machen wir einfach den Turm noch fertig, oder Leute? Jetzt machen wir einfach noch fertig. Ist ja nur noch... Oder nicht? Nee. 300 ist genug. Gut, gut, dann mache ich das unter der Woche. Turm geht euch nichts an. Werdet ihr nie sehen. Ja. So, dafür habe ich mich jetzt entschieden. Ja. Ich bin der König der Welt. Nee, ist nicht. Ferrari hat das richtig erkannt. Ist nicht. Mal nicht. Genau, aber jetzt ist Schluss. Aber auch nur aus der Vernunft wegen, weil ich einfach so wenig Platz habe in dem schönen Jar. Aber genau, jetzt können wir noch schnell das fertig basteln, was ich vorhatte. Das heißt, wir haben jetzt die 15% und jetzt muss ich die schönen plus Zweier hier loswerden. Die sind natürlich toll, ja, logischerweise. Aber ich nehme mir jetzt einfach mal das Gold. Bop. Ich nehme das Gold hier. Lupfdi, bumpfdi. Genau, jetzt kann ich das Ding in die Tonne drehen. Jetzt schaue ich mal, was noch so an Gold kommt. Also 20% Gold wären jetzt schöner. Genau, also 3% Erfahrung habe ich ja noch irgendwo rumliegen. Pass auf, ich kann mal die Rune. Nein. Ich glaube, ich muss das wirklich rausholen, damit ich das wirklich sehe. Wo war es? Hier war es. Nee, wo war es? Gold, 2 Abenteuer. Was? Habe ich die jetzt? Ja, das war der Plan, aber ich habe, glaube ich, irgendwo was rumliegen. Das da. Aber jetzt muss ich es doch kaufen, ja? Das ist einfach. Leute, spielt so nicht, ja? Macht das nicht. Rune tauschen mit dem Ding hier. Blub und wupp. Genau. Jetzt haben wir 3, 6, 9. Und jetzt sage ich einfach, dass ich mir nochmal ein schöneres, weiteres Goldteil hole. Und dann ist es mal gut, ja. Und dann ändere ich einfach Alter Ego nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr drauf. Es liegt auch daran, dass ich einfach gerne diesen Platz hätte, ja. Schauen wir mal kurz, was hier kommt. Vielleicht kriegen wir auch ein paar Tränke hier. 3 Buttern, Erfahrung. Erfahrung will, dass ich unbedingt voll mache. 13% Gold, das ist 14. 14 ist okay. Komm, brauchen wir jetzt nicht rummachen. Nehmen wir die 14 hier auf Rune tauschen. Luppdiwuppdi und bopp. Genau. Und dann schmeißen wir das Ding weg. Ich könnte natürlich auch sagen, ja, komm, ich pack's fürs Rumsuchen hier irgendwo rein, ja. Kann ich mit dem Alter Ego ein bisschen rumsuchen. Aber das, ich blätter jetzt sowieso nicht mehr. Also insofern ist es durch. Tränke habe ich noch genug. Eigentlich finde ich es jetzt ganz gut. Also so kann ich jetzt auch questen, muss ich mein Alter Ego nicht mehr umswitchen, kann ich hier nach und nach meine Epics loswerden und Sachen zerlegen und muss mir keine Gedanken mehr machen. Und dann machen wir halt einfach den Turm nächste Woche fertig. Würde ich sagen, ja? Oder sollen wir jetzt eine Etage noch machen? Nee. Eine mache ich noch. Weil ich habe noch ein Blatt extra. Woohoo! Genau, first try. Was haben wir bekommen? Das schaut nach Krieger aus vom Rüstwert her. 4600. Und der hat so viel, wie der Dingsterbumster hat. Komm. Edelstollensockel hinzufügen. Steingewinnung. Ist eh keine Lebensenergie drin. Und dann schauen wir nochmal Folgendes an. Ich weiß nämlich wirklich nicht, ob ich hier wieder... Genau, hier fängt es mich schon mal an. Die schöne Waffe bekommen. Und bei mir ist egal. Nee, jetzt ist es dann nicht mehr egal. Das mache ich aber gleich. Ja. Jetzt gucken wir erstmal, ob noch was anderes bei rumkommt mit den Kämpfen. Wie gesagt, einen Platz habe ich ja noch. Schmuck. Lädt ein zu Verbesserungen. 388. Was haben wir hier? Intelligenz. Ja, das ist eigentlich perfekt, oder? Komm. Der ist halt auch schön zum Zerstören. Ach, einer geht noch.
Wenn er geht. Es kann ja auch mal sein, dass es irgendwann mal nicht mehr geht, weil Turm ist ja jetzt auch nicht der allereinfachste, aber mit 300 normalerweise schon. Aber ich habe jetzt auch lange keine neue Waffe mehr bekommen. Ist ja auch kein Epic-Event oder so, wo man mal schnell blättern kann. Okay, dann müssen wir halt... Wuhu! Was haben wir gekriegt? 322. Alle Attribute. Gut, da haben wir schon was Schönes drin. Was hat er? 14% Gold. Na gut, das ist wurscht. Und das ist meiner. Ist auch egal. Also im Prinzip, das lohnt sich nicht, das zu ändern. Das ist eigentlich hübsch. Und ja, das lohnt sich eigentlich auch nicht. Gut, dann sind wir jetzt durch. Sagen wir einfach mal, wir sind durch. Weil es dann so halb vernünftig ist. Ja? Und hat ja auch schon lang genug gedauert bis hierhin. Also, das heißt, ich habe jetzt auch meinen Char ein bisschen umgebaut. Also mit Pilzen habe ich gerettet, meine Fehler. Habe auch ein bisschen Gold an Bord. Ja? Und 1% Erfahrung fehlt mir jetzt. Aber das ist cool so. Ja? Da brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. Kann auch ein paar andere Sachen. Ich habe zum Beispiel auch wieder ein Pet verpasst, weil ich nachts unbedingt spielen wollte. Hier, sonntags, tagsüber haben wir nicht. Gibt's nicht. Ja? Ich muss eher auf diese Sachen dann achten. Ja? Klar, da geht jetzt auch noch nichts. Da warte ich, bis der 100 hat. Der muss jetzt auch noch einiges sammeln. Also da muss ich halt wieder mal gucken, wann ich was mache. Und ich habe mich halt entschieden, den Char nochmal eine Woche zu pausieren. Ja? Dann kann ich nochmal sauber machen. Und dann kann ich das, was ich jetzt gerade auf S1 gemacht habe, kann ich dann hier machen. Und das hat den kleinen Vorteil, vielleicht geht da noch in der Ritterhalle was. Weil, hab's gesagt, oh, da müssen wir mal schauen, gucken, ob ich mal irgendwas Vernünftiges ausbauen kann. 10, 10. Ich glaube, ich wollte wirklich auf Nummer sicher gehen und mal den hochziehen. Ja, mache ich. Ich glaube, noch, aber so langsam, genau. Muss ich gucken, dass ich immer schön steige und immer mehr bekomme. Aber das ist jetzt auch wieder, ich mache mal schnell hier Stummschalten. Und hier mache ich mal Stummschaltung aufheben. Weil das so ein bisschen Sound hat hier. Ja, genau, also was weiß ich denn? Oder wir könnten jetzt wirklich mal thematisch sagen, wir haben den Battle Mage gerade gespielt. Ja? Und da müssen wir nicht dieses Sammelsurium machen. Also könnte ich auch jetzt aufhören und dann gleich nochmal ein neues Video raufladen. Habe ich da Lust zu? Nee, ich habe mich gerade dagegen entschieden. Ihr müsst lange Videos gucken. Ich hätte jetzt 3 Videos draus machen können. Ja? Also ganz thematisch erstmal den Battle Mage und dann eben den Druiden, von dem ich jetzt erfahren habe, dass er verbuggt ist. Das heißt, der Druide ist weder so stark wie ein Krieger, noch ist er so stark wie ein Kundi und schon gar nicht so stark wie Magier. Also wisst ihr, also diese, das ist leider totaler Blödsinn. Aber es fehlt immer ein bisschen. Ja? Ob das Absicht ist oder nicht, weil, ja? Gut, er sagt ja auch, gibt dem Druiden Fähigkeiten und Werte ähnlich denen eines Kriegers. Ich hab schon immer drauf rumgeritten, auf diesen Satz. Ja? Nur haben bestimmte wichtige Spieler in dem Spiel mir zugesichert, dass das richtig ist. Ja? Und jetzt erzählen mir die gleichen wichtigen Spieler, dass das nicht so ist. Das kenne ich mittlerweile schon, ja. Wenn ich die richtigen Fragen stelle, bekomme ich die falschen Antworten. Ja? Also, was du nicht selber guckst, ja? Aber wie will man es rausfinden? Also, ich habe gar keine Lust, die Werte alle auszuwerten, wenn man dann mal gegen jemanden kämpft. Also, hier habe ich das gleiche Thema. Ich habe halt gestern ein bisschen was gemacht, auch im Turm. Ja? Wir könnten uns natürlich jetzt auch hier hochspielen. Hier haben wir das gleiche Potenzial. Das kleine Thema, was ich halt hier habe, ich habe viel schlechtere Steine und die sind auch noch aus einer anderen Gilde, ja? Die ich mir noch mitgenommen. Der ist so langsam auch wirklich schlecht. Ja? Also, das ist ein bisschen das Thema, ja? Was hier so rauskommt. Ich kann aber einfach mal den Code zeigen. 289, wisst ihr? Also, yo, das ist leider echt richtig mies. Richtig mies. Also, warten wir hier noch ein bisschen. Ja? Hier haben wir auch eine ganz komfortable, aber auch hier habe ich logischerweise den verpasst. Ja? Das Mittwochnachts, das wird ganz locker laufen. Ja. Und hier ist alles easy eigentlich, außer dass es hier auch ein ziemliches Durcheinander gibt, weil ich den halt zu lange stehen gelassen habe. Ist halt kurios, ja, wenn man hier schon anfängt und dann so viele dazwischen hat. Das kriegt ihr nur zu sehen, wenn ihr eine Pause habt. Ja. 1. April, den habe ich mir geholt.
Das ist schon mal gut. Ja? Ansonsten ist hier ganz normale Fütterungsgeschichte und ich habe immer das oberste Pad schon und muss halt schauen, dass ich die Sachen dann so langsam reinbekomme. Ja. Ja. Aber die ersten, die kriegt man eigentlich immer rein, also die ersten zwei zumindest. Ja, der dritte ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger, weil Neujahr hatten wir erst gerade, das ist jetzt auch kein Riesenthema hier. Wobei ich so gerne lange auf einer schlechteren Mine unterwegs bin und hier auch wieder so ein bisschen auf, nach dem Motto, ich will jetzt erstmal hier voll haben. Ne? Also es, ich weiß noch nicht ganz, weil 16er Mine, die dauert mit dem Schürfen auch relativ lange. Das ist ein bisschen das Thema. Also das ist der S41-Char, diplomatisch auch interessant. Ja? Apropos Diplomatie, hier ist mal wieder was passiert auf dem Server. Ups, also jetzt muss ich wieder, da muss ich, das war genau das, was ich vermeiden wollte. Hier, ja, da ich dreimal nicht gemacht, ja, wenn man nachträglich liest, aber, ja. Also da, bei dem weiß ich auch manchmal nicht, ob ich nehmen soll, aber beim XP-Wochenende hätte man wahrscheinlich nehmen sollen. Ja. Genau. Also beim XP-Wochenende spielen auch meine Chars ganz brav auf XP. Ja. Auch wenn sie manchmal andere Sachen machen und auf Abwegen unterwegs sind. Aber genau. Ja, ganz hübsch eigentlich alles hier. Und ja, ich habe hier auch schon alles gemacht, also Toiletten und diesen ganzen Quatsch habe ich schon gemacht, also Drehrad und all sowas. Da kann es sein, dass ich mal noch einen machen kann. Ne, bin ich auch schon fertig. Ja. Gut, Nordingen habe ich halt verseppelt heute. Und dann haben wir ja auch das Thema, dass erstmal die Stadtwache fertig ist. Das sind ja auch so die Chars, die... Das finde ich auch mal nervig, dass es sofort wieder zurückgeht. Genau, hier könnt, das können wir auch schnell machen. Ja. Den bloßen Händen. Also hier schalte ich jetzt für den Quatsch gar nicht ein. Ich gehe mal auf 500. Ob ich da schon einen besiegen kann? Das ist aber... Vielleicht nicht den mit den Tränken. Vielleicht so einen. Schauen wir mal. Ja. Das ist doch verrückt, oder? Ich bin 465, er 478. Klar, habe ich Tränke drin und so. Aber warum darf ich den mit bloßen Händen besiegen? Also das finde ich einfach ein bisschen bescheuert, wa? Ja, die checke ich auch erst immer zum Schluss, ja, was mir dann da noch fehlt, weil ich blöderweise da nicht so drauf achte. Sagen wir mal, nee, ich mache erstmal die Taverne rein. Ups, das war hier. Wupp. Nein, hier, wupp, rüber. Und, genau. Also, die haben ja nichts zu tun, die Jungs, ja, außer gut auszuschauen. Aber dafür läuft es so langsam in der Ehrenhalle, ja. Auch wenn ich natürlich hauptsächlich deswegen so gut hier laufe, ja, Feuer und ich hier 60%. Das ist der Unterschied, ja. Wobei ich nochmal drauf rumreiten möchte, ja. Ich habe so einen Kommentar gelesen, der ist schon einerseits irgendwie richtig, aber andererseits auch nicht. Guck mal her. Der Server ist jetzt ein bisschen über 3 Wochen alt, ja. Und ich habe schon geskippt. Aber ich habe natürlich auch hier 2 Boosts genommen, nochmal einen, weil ich es verseppelt habe. Und dann habe ich 2-mal nicht geskippt, weil ich es verseppelt habe. Ja? Also haben wir hier schon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja? Von, ich sag mal, wahrscheinlich sind es ein bisschen mehr als 21 Tage. Ja, sagen wir mal, es sind 10 Tage und ich habe 11 Tage geskippt. Leute, ihr müsst euch diese Boosts holen und dann lasst das Ding laufen und kann mir keiner erzählen, dass man nach einem Jahr nicht besser als 18% Blitzschaden hat. Versteht ihr? Also ich will nochmal hier zeigen, worum es hier geht. Ja? Also wenn ich mir jetzt die so anschaue. Ja gut, der hat 24%, das geht schon. Ja? Das geht schon. Also da will ich gar nichts gesagt haben. Ja? Das ist natürlich gut. Aber 17% Blitzschaden. Wollt ihr mich verarschen? Ja? Das Ding ist 2-3 Viertel Jahre alt. 2-3 Viertel Jahre ist der Arena-Manager alt. Ja? Also, wow. Ja, also, wie schlecht kann man das Ding spielen? Das check ich nicht. Ja? Und es war jetzt kein Spieler, der gar nicht pilzt. Ja? Oder der seinen Char recht schlecht pflegt. Also, das ist einfach. Also, der Arena-Manager, der ist natürlich.
dämlich. Das ist schon klar, ja. Hätte ich gewusst, dass das Ding dann irgendwie so beschleunigt wird, hätte ich auch ein bisschen anders gespielt. Jetzt habe ich überall diese schöne Werbung. Komm, jetzt muss man. Habe ich jetzt auch so eine komische Werbung? Nee, die ist gut. Gibt nämlich auch Werbung, die einfach nicht wirklich funktioniert. Wir haben gestern ein bisschen rumgetestet. Das wollten wir nicht machen. Das beenden wir. Weil, ich will ja hier keine Werbung machen. Website stumm schalten. Normalerweise, ist auch witziger, wenn was kaputt ist, kommt normalerweise gleich wieder eine. Oder oft. Ja? So. Weil ohne Ton kann man das ertragen, mit Ton ist das... Da kommt nix. Genau. Eigentlich mein bester Char von den Coins her, aber ja. Es variiert halt. Ja, gut. Gerade erst beendet, da kommt auch meistens dann nichts. Genau, also das sind halt so diese No-Dungeon-Chars. Also mal schauen, ob ich die bei 500 spiele oder vielleicht spiele ich die ja noch viel später, bei 550. Ja, eigentlich ist es relativ wurscht, weil sie auch jetzt 1,5 Milliarden brauchen. Aber die XP ist schlecht. Andererseits spiele ich die eh auf Gold, ja. Also, weil ich einfach das witzig finde, ja. Dass die mit einem niedrigen Level recht stark sind und natürlich dann auch mit den XP von den Dungeons einigermaßen was wegballern können. Ne? Also, es fehlt ja ganz viel Zeug hier noch. Ja? Genau. Und natürlich brauche ich hier auch, das ist eigentlich auch das Thema von den Chars, die brauchen hier auch richtig gutes Zeug. Ja? Hier ein bisschen umsortieren wieder. So gefällt mir das nicht. So gefällt mir das besser. Das packt man dann hier. Weil ich habe eine Zeit, wenn ich die Epics da runterschmeiße, dann denke ich immer, ich habe keine Epics und dann muss ich, dann zerlege ich hier solche Gegenstände und dann irgendwann sehe ich, also ich schmeiße in die Toilette und irgendwann sehe ich dann, ich habe eigentlich noch Epics. Ja? Also das ist ja schon sehr versteckt, finde ich. Ja, und jetzt fehlen hier nur noch zwei und dann, wenn die zwei fertig sind, darf der endlich anfangen, seine Mine auszubauen. Ja? Und hier wird auch nichts geskippt. Also wozu? Ja? Die Chars werde ich aber nicht liegen lassen, die sind einfach schön. Also ich habe ja immer gedacht, diese No-Dungeon-Chars, die werde ich dann nicht mehr weiter pflegen. Die sind nach den No-Dungeon-Chars Unsinn, aber die sind echt gut dabei. Ja? Hier 133 auf RTL 2. Das ist einfach ein toller Char. Und ist ein Magier. Ich habe einen schönen Magier. Also, und das wird noch ein viel schönerer Magier. Also das finde ich echt gut. Das muss ich ehrlich sagen. Ja? Also mir gefallen diese High-Chars. Nach 2 Jahren finde ich das echt ordentlich. Der ist auch fertig mit seinem... Das finde ich auch schade, dass man da immer da reingucken muss, ja. Das müsste man eigentlich irgendwo offizieller sehen, ja? Dass noch mal irgendwas fehlt. Aber gut. Gab ja noch mal diese Liste, ja. Aber... Habe ich schon jemals schon gesehen, dass man beim Kalender auf Weiter drücken kann? Leute, ich spiele in so einem Tunnel in dem Spiel und ich habe jetzt nur angefangen, mir langsam Gedanken darüber zu machen, weil ich merke, wie wenig ich über das Spiel weiß. Ja? Also wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ja, ich sehe jetzt gerade nichts, ich soll einen Gegenstand benennen, würde ich sagen, okay, mir fällt der Herzchenstab ein und die Hasen pushen, weil davon die Welle immer redet. Aber ansonsten kenne ich nichts. Nix, ja? Also jetzt gehen wir mal auf den Char und pass mal auf, jetzt gucke ich mal. Prunkvoller Turnierhelm. Höre ich zum ersten Mal, ja? Schmuddelschürze. Schon wieder vergessen, ja? Dämonische Tentakelhandschuhe. Schon wieder vergessen. Befreien, also wenn ihr mit mir hier so ein Wissensspiel spielen würdet, ja? So nenne 5 Kriegergegenstände. Weißt du, und ich spiele das Spiel schon wieder seit 2 Jahren, ja? Alter, ich habe so einen Tunnelblick bei sowas. Das interessiert mich nicht, wie die Dinger heißen. Ja? Ich finde, die schauen zum Teil witzig aus und zum Teil richtig bescheuert. Ich finde auch die Namen lustig, aber ich lese nie. Ich habe noch nie Arkane Klobrille ausgesprochen. Ja? Wozu? Stein des Wiedererwachens. Und das ist wirklich, gut, das ist nicht mal lustig, aber grundsätzlich sind die auch wirklich witzig, ja? Also bei Büchse der Pandora hätte ich gleich gesagt, die hätte nicht hier hingehört. Und dann hätte man Buchse der Pandora sagen sollen. Ja? Also mir selbst würden auch Namen einfallen. Habe ich ja nicht Waffen verkauft. Ja? Ja, das habe ich auch alles schon gemacht. Aber manchmal bin ich auch oberflächlich. Ja?
dann passieren seine Sachen. Also, solange ich noch ein paar Sachen an der Hand habe, das ist zum Beispiel auch schlecht. Das darf ich auch nicht machen. Ah ja, genau. Ah, da sieht man schon, dass ich hier schon wieder oberflächlich unterwegs war. Weil das ist die Idee, dass ich die Begleiter verwende, um Equipment zu horten. Ne? Und ja. Ich weiß schon, wann das passiert, weil ich mir eigentlich zu oft... nee, ich habe keine Erklärung. Ich habe keine Entschuldigung dafür. Es tut mir leid. Aber insgesamt sind sie trotzdem ganz gut geführt. Ne? Ist natürlich auch ein Unterschied, ob du jetzt nur einen Char hast oder mehrere. Genau, mein schöner Chile-Char, der darf auch nicht, also Stadtwache darf hier nicht auslaufen. Das ist Katastrophe. Das ist alles Gold, mein Gold. Genau, hier habe ich mich fallen lassen und dann gibt es halt so Spezialisten. Und dann kriegst du halt immer, gut, das können wir jetzt mal anmachen, immer 500 Gold von denen. Ne? Das ist total witzig. Und dann kannst du so machen, bupp. Und dann schaut euch mal das Gold da an. Ja. Na gut, jetzt habe ich... Ach, jetzt bin ich schon wieder hier höher. Und geht es bei dem auch? Da, Dankeschön. Ja, und nochmal. Und plopp. Ja, kann ich wieder schön 5 hier ausbauen. Stärke. Bin auch jetzt über 80.000. Ist auch schön. Gehen wir mal hier. Und ja, so... Und jetzt bin ich wieder Rang 2. Ja. Jetzt kann ich mich wieder fallen lassen. Das Problem ist nur, ich habe gerade zu viel Equipment an der Hand. Aber ich habe, die haben mich komplett, das war auch süß, die haben mich komplett auf Rang 14 runtergezogen. Und ich hatte hier einen Ehrevorsprung vom anderen Stern. Ja. Jetzt nicht mehr, aber jetzt habe ich Gold. Also viel mehr Gold als vorher. Total witzig. Ja. Ich finde es echt lustig. Muss man wirklich sagen, ja. Und ja, das können wir gerne weiter so machen. Ja. Ich finde es lustig, Gold zu verdienen. Achso, ja genau, eine Geschichte haben wir jetzt hier auch noch. Da sind wir eigentlich schon überfällig. Und zwar hier, wupp, lippi. Dann habt ihr das auch mal mitbekommen. Also, zu wenig Gold. Ja genau, das ist mir auch schon so häufig gegangen. Und wo holen wir uns das Gold? Logischerweise hier. Ja. Der hat Gold, hat er gesagt. Nochmal und nochmal. Okay, das war nicht zu viel. Ja. Ja. Und bupp, jetzt danke für die Goldgruben-Ausbau. Und dann können wir den hier nehmen. Dann können wir wieder starten und genau das gleiche machen wir jetzt hier auch. Und ausbauen. Hopp. Und im Prinzip einmal am Wochenende mache ich das. Und dann ausbauen. Blub. Genau. Ja, das ist... Der gönnt, hä? Der hat doch gar nichts in den Sammlern investiert. Ja. Das geht ein bisschen. Upp. Also, auch wenn es nichts bringt, aber das ist so ein bisschen lohnender. Ich nehme den ersten Smiley. Es geht aber meistens schon ohne Smiley. Es ist meistens gar nicht notwendig. Aber ich mag keine Kämpfe verlieren. Ne? Die greifen mich ja sowieso dann auch alle an. Das ist... Da gibt es dann Retourangriffe. Aber ja, schaut euch das an. Also der, nee, das meine ich. Das meine ich mit. Genau, also das sind praktisch meine sanften Skips. Und ja, dadurch kriegt man auch die Mine hoch. Ne? Und es ist nicht so, es macht nicht so viel Aua auf einmal. Ja? Insgesamt macht es auch Aua. Das ist ganz klar. Also das hätte ich früher nie gedacht, dass ich mal so 1000 Pilze auf einmal ausgebe. Ja? Also das war ja auch im Prinzip das Sinnlose an dem Ding hier. Ja? Dass man das eigentlich genau nicht macht. Und jetzt mache ich es auch, aber es hat zumindest von der Spielmechanik ein bisschen Sinn. Ja? Hier macht es mehr Sinn, weil ich jetzt hier immerhin hier schon 2,2 Gold pro Stunde ungefähr bekomme. Ja? Aber die Angriffe sind noch lohnender, wenn man ehrlich ist. Wa? Aber logischerweise muss man sich dafür auch dann fallen lassen wieder. Und jetzt gerade... Ist ungünstig. Ja. Manchmal habe ich ja so viel Platz, weil viele Sachen gekommen sind, die ich verchecken konnte über die Hexe. Also jetzt zum Beispiel jetzt hier, wenn Schuhe kommen würden, sehe ich zum Beispiel relativ viel Potenzial in dem Char. Also man kann es auch mal ein bisschen so sortieren. Da gibt es ja viele Spieler, die sich so ein bisschen zurecht... Das mache ich gar nicht. Ja.
Dadurch entgeht man natürlich auch mal was, aber das ist mir auch egal. Ja, ja, also ihr seht schon, Gürtel und, ja, wenn ich es jetzt zum Beispiel hier so mal umsortiere. Ja. Brustpanzer, wenn kommen würden, wird einigermaßen helfen. Und Gürtel sind wir wieder dran. Das kann sogar sein. Ja. Ketten brauche ich hier. Rüber sortieren. Also Gürtel sind echt wichtig, dass die mal wieder kommen würden. Ja, Brustpanzer aber auch. Also das ist ja brutal, was hier an Brustpanzern. Und dann aber Schuhe auch. Also ja. Also ihr seht, ja, wie es ungefähr ausschaut. Und klar, da muss man wieder warten. Also momentan wären Brustpanzer, glaube ich, am besten. Ja, das ist ja eine ganze Seite hier. Und dann könnt ihr mich auch wieder fallen lassen an dem Tag und könnt sagen, oh gut, dann ziehe ich mich wieder aus. Hab Platz für mein Equipment. Packt es zur Seite, weil da muss ich mich wirklich ganz nackt machen, dass viele angreifen. Hau natürlich mein Gold weg, ja, und lass mich fallen, sozusagen. Ja. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Und je nachdem, wie ehrenhallenranggeil die Spieler sind, ja, passiert auch was. Auf manchen alten Server kannst du dich noch so nackt machen als Rang 2, da greift dich keiner an. Das interessiert dich nicht. Das, zum Beispiel S15. Ja. S15 haben wir ja so einen Spezialisten noch hier. Ja genau, der hier, der Mops. Der hat auch keine Tränke drin. Ja. Gegen den gewinnt man halt normalerweise. Das Problem ist nur, also erstmal bringt er kein Gold und zweitens mal, was will ich denn da oben? Dann verliere ich alle meine Arena-Kämpfe. Ja. Das ist, also da wo ich bin, da gewinne ich meine Arena-Kämpfe, da gehöre ich jetzt auch ungefähr hin. Von der Kampfstärke, was haben wir hier? Ja, das war der Kommentar hierzu. Das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Ja. Und zwar, genau, das ist S15. Da sind bei zwei Gilden heute viele Spieler gesperrt worden. Also gestern Nacht, besser gesagt. Also wieder mal Thema Multicharring. Genau, hier waren es 31 Spieler. Ja. Wir wissen auf jeden Fall, dass es nicht nur ein Spieler war, der alle Chars gespielt hat. Und hier sind auch viele gesperrt. Ich habe nicht alle durchgeschaut. Also hier haben wir es immer alle durchgeschaut und hier haben wir nur einige durchgeschaut. Aber eben auch hier der Gildenleiter, also relativ weit oben sind alle gesperrt und irgendwann kommen dann mal zwei Office, die nicht gesperrt sind. Sind aber auch viele Office dabei. Also und S15 ist eh schon so ein so schlechter Server, was die Qualität angeht. Also das ist... wir haben natürlich hier unsere Meisterin als Top-Spielerin, die man wieder nicht sehen darf. Ey, komm, ich will es nicht. Ich zeige es euch hier. Genau, das ist unsere Rang 1-Spielerin. Ja. Ja, Bob. Und genau, wir holen uns gerade von den Drachenkriegern eben Rang 1. Aber das kann jetzt sich auch wieder ändern, muss man auch sagen, weil... Komm, ich mach mal den Ton an. Ich liebe das, wenn ich gegen Gravio spiele, ist immer ein gutes Zeichen. Der ist schon gut, der ist besser als mein Char. Aber ist ein gutes Zeichen, weil dann, also ab und zu besiege ich ihn auch. Das ist ein schöner Kampf gewesen. Dann seht ihr mal, wie viele wir da eigentlich noch haben. Nur dann kommt halt der Kerl und der ist echt so saustark. Der hat eine 100er Mine. Der ist ein kranker Bastard, hätte ich beinahe gesagt. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Der Char ist super gespielt, ja. Top-Spieler, Top-Char und guckt mal hin, wie knapp das dann trotzdem noch wird. Oh, ich schau mal, ob es überhaupt knapp wird. Aber ein nach dem anderen ballern die weg. Plus ein Schlag. Wupp. Ah, unser Krieger hat das ausgehalten. Ah, das war gut. Wupp. Das ist ein relativ sicherer Sieg gewesen, ja? Muss man ehrlicherweise sagen. Und normalerweise sind unsere Kämpfe ein bisschen knapper. Ja, und hier haben wir auch schon wieder angegriffen. Ja, geht schon weiter. Das Schöne ist, dass man halt so oft dann diese grüne Post liest. Ja. Aber Server 15 ist wirklich vom Niveau her... Komme ich jetzt hoch? Nein, ich komme nicht hoch. Boah, ändert das bitte. Ja. Liebes Player-Team. Ich gehe mal hier wieder auf Stumm schalten. Guck mal, weil der hat ja vorher nicht gezickt. Es ist halt einfach so. Manchmal kommt da nichts. Ja. Das ist jetzt S15. Und das ist eigentlich mein bester Lucky Coin Farmer. Ja, da kommt überall was. Halt. So. Das wollte ich aber genau nicht, oder? Ostern kann so. Ostern kann, genau. Das halten wir noch aus, dass wir das hören.
Hier kommt nichts. Ja. S1. Genau. Jetzt sind wir eigentlich schon auf S1 gelandet, oder? Alles andere haben wir eigentlich erzählt. No Dungeon Chars, blibblabub. Und leider dieses gesperrten Thema, ich finde es ja auch total dämlich. Irgendjemand hat irgendjemanden verpfiffen und dafür sind beide Gilden gekillt worden. Ne? So kann man das eigentlich dann im Fazit ziehen. Ne? Weil das sind ja auch noch, die jetzt auch gesperrt oder gebannt sind, sind ja auch noch mitunter die höchsten Spieler dieser Gilden. Ne? Und das auf S15, wo ja Ego auch schon sehr viele Multichars gespielt hat. Unter anderem habe ich euch einen gezeigt, der ist ja nicht gesperrt worden, weil er auf S10 gesperrt worden ist und dann auf S15. Oh, hier im Schneider sitzt schön auf meinem Stuhl. Aber übrigens, ihr habt keiner von euch hat mir irgendeinen Stuhl empfohlen, ne? Obwohl ich gefragt habe. Well, fragt gerade, ob es bei uns Schnee gibt. Ja, bei uns gibt Schnee. Ja. Das Problem ist, dass ich eigentlich die nächste Schneeaktion, da wollte ich nachts joggen gehen. Aber ich habe mich so ganz leicht kränklich gefühlt dieses Wochenende. Habe schön mit Wasserstoffperoxid gegurgelt. Und jetzt geht es mir wieder gut. Aber ich habe Joggen ausfallen lassen. Ja. Wenn es heute Nacht immer noch Schnee liegt, dann gibt es eine schöne Jogging-Szene. Aber das veröffentliche ich auf einem anderen Kanal. Ja. Das hat hier mit Shakes and Fidget nichts zu tun. Genau. So, jetzt gehen wir mal auf... nein, hier nicht, sondern auf... S1. Auf S1. Hier kommt aber keine Kiste. Ich habe aber schon ordentlich Kistenvorsprung. Wobei wir auch Kisten gerade tatsächlich sammeln. Weil man bekommt Holz als Level 1er. Man kann gar keine XP bekommen. Mir wurde gesagt, man kriegt auch keine XP hier im täglichen Login-Bonus. Ja, das hoffe ich, dass es so ist. Aber ich glaube den Leuten, das sind richtig Top-Spieler, die wir haben in der Gilde. Also hier sind unsere ganzen Cracks. Ja. Es sind auch schon 46 Member, die jetzt dabei sind. Und ja, also es ist wirklich ein geiles Projekt. Ich freue mich riesig drauf. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an, ob wir nochmal diesen Kerl hier finden. Den hier. Also, ja genau, das ist ja auch mein Freund. Den kann ich jetzt auch immer hier finden. Und dann kann man den mal angreifen. Weil, was machen gute Freunde untereinander? Sie greifen sich natürlich an. Ich weiß gar nicht, wie oft ich Gold bekomme von dem. Ich weiß auch gar nicht, wo der eigentlich jetzt gerade ist in der Erdhalle. Aber ich krieg relativ lange Gold von dem. Ne? Das habe ich auch schon gemerkt. Man müsste sich halt dann gegen diesen Spieler auch wieder fallen lassen. Ja. Und am besten dann, wenn man... Also es gibt jetzt zwei Geschichten, die man hier machen kann. Also einerseits ist es witzig... An so einem Wochenende das hier zu machen, weil es wirklich nichts kostet. Das ist ja normal ein Goldthema. Das ist aber natürlich für den Char total uninteressant. Also auch hier. Ja. Das ist schon witzig. Also natürlich die Tränke brauche ich jetzt nicht kaufen. Also auch Gegenstände brauche ich jetzt nicht kaufen. Weil, und dann halt das Thema. Das ist... Weil die sind sonst nicht so teuer... Klar, man kann jetzt auch Glück haben und man kriegt die dann ohne Pilze. Ist auch nicht schlecht. Aber was man jetzt für 7,38 alles so an Zeug bekommt, das ist schon ziemlich lustig. Ja? Ich meine, weil ich viele Pakete kaufen werde, werde ich mit den Sanduhren erstmal kein Thema haben. Ist auch klar. Ja? Ja, ich hätte auch mal ganz gerne welche ohne Pilze. Da kam gleich einer hinterher. Aber man könnte, rein theoretisch könnte man sich auch mal den Lebenstrank schon mal für immer holen. Und ihr seht ja, goldmäßig passiert nichts. Ja? Das sind halt die Pilze. Ich habe ein paar Pilze aufgeladen jetzt, logischerweise. Ja. Pilze sind auch immer Gold. Jetzt könnte doch mal einer ohne kommen. Nein, das ist typisch. Das ist auch wieder ein typisches System. Es sollten eigentlich viel häufiger Tränke, also Lebenstränke ohne Pilze kommen. Aber es ist wirklich nicht... besonders häufig. Es ist eigentlich sogar sehr selten. Ja. Mal schauen, wie teuer die dann sind. Ja. Also ihr seht, bop. Ja, und ich habe immer noch 4,66 auf der hohen Kante. Ja. Da geht was mit Goldmünzen. Ja. Ja, ist kein einziger Lebenstrank ohne Pilze. Ja, das ist natürlich schon teuer. Diese 100er Packungen. Aber ihr wisst ja, wie die sonst, was die sonst kosten. Ja?
Also wenn ihr mit dem Hai-Char da mal unterwegs seid. Und schaut, jetzt habe ich schon 1000 Sanduhren. Das finde ich lustig. Und eigentlich für kein Gold. Ja. Letztendlich ist es ja ein Goldspiel. Ja. Wollen wir mal gucken, ob ich den Kerl wieder finde. Und ob ich mich mal an dem auch umgekehrt, ob ich auch mal verliere gegen den. Weil das ist nämlich mit meinen Werten vielleicht schon ein Thema, dass ich gar nicht mehr verlieren kann. Und ja. So, jetzt glaube ich, bin ich im Prinzip durch. Jetzt mache ich mal Folgendes. Also ich weiß gar nicht, was ich alles rausnehmen kann. Ich glaube, die Rüstung ist relativ, also die starken Rüstungsteile nehme ich mal raus. Das muss ich natürlich behalten. Und die Level 1er Waffe würde ich eigentlich auch mal behalten. Für diesen einen. Für eine Geschichte, wo ich es zwar aufgewertet habe, also auf 20, es aber nicht in den Char gezogen habe. Das war das Thema. Ja, also man lernt ja nie aus. Genau, wir haben gesagt, wir halten einen Post. Wir probieren nochmal den Kerl hier und schauen mal, ob ich jetzt verliere gegen den. Ja, das ist gut. Das ist nämlich genau das. Jetzt kann ich mich an dem wieder so ein bisschen hin und her ziehen. Und dann kriege ich wieder mein Zeug hier rein. Und dann suchen wir uns mal den gleichen Kerl wieder aus. Und dann können wir auch mal, seht ihr am Gold. Na. Wenn die Enter-Taste sich verschluckt. Ja, 14, 15, jetzt glaube ich wieder vorbei. Genau, jetzt kann man nämlich auch Folgendes machen. Es gibt noch eine Geschichte, die man machen kann. Ausbauen. Ja, blub, blub. Also, ja, man kann auch hier schon sagen, komm, ich baue mal ein bisschen die Gilde aus. Ja? Also kann man auch wieder sagen, wow, da gehe ich wieder darüber. Wir haben gesagt, die zwei, die Sachen sind gut. Und dann verliere ich auch gegen den Kerl. Und das ist eigentlich ziemlich gut, gegen den verlieren zu können. Ja. Den so ein bisschen runterziehen, dann ziehe ich mir das wieder rüber. Am liebsten ist es mir, dass ich auch mal Kämpfe verliere, obwohl ich gut ausgerüstet bin. Ja? Dann, aber ihr seht, 7, 8, 9, 12, 14, ups, jetzt habe ich gegen den, das passiert mal einfach vom System her, ja? Dass auf einmal ein anderer Gegner dasteht. Das ist ziemlich nervig, aber gut. 17 Gold, hat sich auch wieder gelohnt, ja? Kann ich wieder zu den Ausbauten gehen und hier was hochpushen. Aber dieses 2 und 6, was die schon haben, da hat jemand echt schon richtig geskillt. Das ist gar nicht so leicht, das hinzubekommen. Ihr habt meinen Respekt, Leute. Ihr habt meinen Respekt. Weil, wenn ich mir das jetzt so anschaue, das ist teuer, 25 Gold. Musst du erstmal zusammenbekommen, ja? Ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem jetzt zusammenbekomme. Muss ich mal gucken. Weil, ey, warum will ich den immer da oben suchen? Oh, ich verliere noch zu viel. Da muss ich eigentlich was anderes machen. Kann ich noch was skillen? Ja, so. Das ist natürlich Quatsch. So. Genau, in dieser Vollgas-Taste ist es ein bisschen Blödsinn, weil ich brauche gar nicht so viele Kämpfe gegen ihn verlieren, um wieder einigermaßen an dem dran zu sein. 14, 16, 18, 20. Ja genau, jetzt hört sie mich auf. Und wo kriege ich jetzt das restliche Gold her? Also, es ist mir so ein bisschen ein Rätsel, wie die das gemacht haben. Ja? Weil wie soll ich jetzt an die 5 Gold kommen? Weil manche haben es wirklich schon hinbekommen. Ja. 4, 6. Bumm. So. Hat er jetzt den Drachen so oft verlängert? Was hat er gemacht? Ja. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ja. Ich kann es euch nicht sagen. Also, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich jetzt hier nochmal in dem Rangbereich irgendeinen finde. Schenk's es hier. Schenk's mir. dass ich hier irgendwas gewinne. Also hier kann ich nur Gold verlieren, in dem Rangbereich, ja. Vielleicht müsste ich mich wirklich nochmal richtig nach unten kämpfen, damit mir der 25 Gold bringt. Aber wie komme ich denn an die noch mehr, also, ja, also dass jetzt der nächste 25 Gold kostet, ist ja in Ordnung, aber der nächste kostet ja nochmal, wie kann man denn auch schon auf 4, 6 haben? Alter, er macht mich, ja gut, okay, habe ich nicht dran gedacht, aber vielleicht hat jemand schon sein Paket gekauft. Ja.
Kann man ja theoretisch. Also man kann ja einfach sagen, gut, ich kaufe mir jetzt schon mal mein 1000-Gold-Paket. Ja? Ob ich es jetzt ausbaue oder nachher. Mein Thema ist aber, dann habe ich es aber nachher nicht. Ja? Weil jetzt ist es ja schwierig, das Gold zusammenzubekommen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie das gemacht haben, weil nach meiner Methode kriegt man nicht so viel Gold zusammen. Aber man kann wieder Sachen kaufen. Also abgesehen davon, also ich habe den Zaun ausgestellt. Ja? Das ist ja auch nicht gut. Ja? Übrigens, ich warte noch drauf, bis irgendjemand mal sagt, sag mal, ich finde es ja, deine Videos finde ich ganz gut. Gut. Nicht mal das müsste er sagen. Aber kannst du nicht mal eigene Musik dir aussuchen? Ja? So. Weil Flo die ja verwendet und Tiffet verwendet die auch. Ja? So. Komm, warum kommt jetzt nicht mal einer ohne Pilze? Das ist doch gemein. Aber das ist ein witziges Wochenende mit den Sanduhren. Ja, jetzt kommt nichts. Alle mit Pilze. Ich habe noch keinen einzigen ohne Pilze bekommen. Warum? Aber schon 138 Tage Lebenstrank. Also ich glaube, ich habe lebenstrankmäßig habe ich kein Problem. Habe ich kein Thema. Das ist wirklich kompletter Unfug, aber lustig, ja? Was ich jetzt hier mache. Das ist einfach so warten aufs Christkind. Auf den Serverstart, auf den eigenen. Aber ich bin halt auch fasziniert, wie günstig das Zeug ist. Das ist das, was ich witzig finde. Ja. Es gibt die Lebenstränke nicht mehr ohne Pilze. Ich habe das Gefühl, wenn ihr wirklich so ganz wenig Pilze ausgebt, dass ihr viel öfter Lebenstränke ohne Pilze findet. Ja. So, wenn ihr als Non-Pilzer eingestuft werdet vom System sozusagen, ja, dann werdet ihr so ein bisschen gelockt, dass ihr zumindest mal ein paar Dungeon-Versuche macht. Immer noch keinen, ja? Also, what's going on? Das ist echt lustig. Ja, und ich liebe ja den Laden, das habe ich schon immer geliebt. Ja? Und das ist eigentlich schade, durch die Legi-Dungeons gibt es den Laden gar nicht mehr. Ey, das gibt's auch gar nicht, oder? Also, jetzt werde ich langsam sauer. Tage. Wir können ja einfach mal Lebenstränke holen für das Projekt. Für die 2 Jahre. Ja. Da habe ich das Thema, ist dann zumindest schon mal vorbei. Ja. Wobei es schon schlauer ist, das auch an Tagen zu machen, an denen man auch... das kann ich mir nicht mehr leisten, ich habe kein Gold mehr. Aber wir wissen ja, wer Gold hat. Ja, mein Freund hier. Ich kann natürlich schauen, ich guck mal, wo der grundsätzlich jetzt ist. Wo ist denn der jetzt gerade? 70.382, ja. Wo bin ich? 43.000. Auch verrückt. Gehen wir mal auf 100.000. Wenn wir uns nämlich drunter ballern können. Aber dann brauchen wir natürlich auch einen Spieler, gegen den wir verlieren. Das ist ein bisschen das Thema hier gerade. Das ist gut. Also, gegen den verlieren wir. Ist es der? Ja. Sense, komm. Kriegst auch mal eine Freundschaftsanfrage, bevor du mir entfleuchst. Jetzt mal ein paar Mal gegen Sense verlieren. Dann ist der auf 61.000 und ich bin auf 73.000. Also irgendwann gehen dir auch die Spiele aus, an denen du dich runterziehen kannst, da. Sagen wir hier, der schaut schlecht aus. Verliere ich aber auch. Gut. Also so mit ohne Rüstung. Ich habe gewonnen sogar. Das ist ja sehr verrückt. Aber jetzt bin ich, glaube ich, schon relativ weit unten. Nehmen wir das mal weg. Ich brauche wirklich hier 77.000. Also weit runter komme ich gar nicht. Aber für meinen Freund reicht es jetzt, dass ich wieder ein bisschen mehr bekommen kann. Ja? Vielleicht schaffen wir es ja doch, noch eine Ausbaustufe uns zu finanzieren mit dem Kerl. Wie gesagt, totaler Unsinn, was ich jetzt mache, ja. Pilz ineffektiv, aber lustig. Aber lustig. 11, 13, 15. Ne, das war's schon. 17 Gold. Mehr krieg ich nicht. 17 Gold. Mehr kriege ich nicht.
Und ja, ich bräuchte ja viel mehr fürs Ausbauen. Also das kann ich vergessen. Ich kann jetzt noch ein bisschen laden gucken und könnte auch natürlich, klar, ich kann hier noch mal ein bisschen was machen, aber ich finde den Laden jetzt gerade witziger. Ich habe noch keinen Lebenstrank ohne, das wäre jetzt auch mal einfach ein Lebensziel, ja? Hier einen Lebenstrank ohne Pilze zu finden. Einfach als Lebensziel. Vielleicht gibt es am Anfang auch nicht. Weil es für Level-Einsatz zu teuer ist. Ich kann es euch echt nicht sagen. Alter. Was ich auch schade finde, zum Beispiel, es wäre auch so geworden. Ich finde, diese Statistik gehört in diese Chars rein. Dass man einfach addiert, was hat der Char schon an Gold verdient. Ja? Insgesamt. Wäre total interessant. Und das auch im Außen sichtbar. Ich fände das super. Gibt so viele Sachen, die wirklich super wären bei dem Spiel, wenn man sie machen würden. Gibt keine. Aber irgendein Schlauer wird jetzt auch schreiben, nee, gibt's bei Level 1 auch nicht. Sind immer mit Pilzen. Wuhu. Und du kannst so viel blättern und so viel kaufen und es werden einfach, es wird dein Gold einfach nicht weniger. Das finde ich schon ziemlich spannend, ehrlich gesagt. Das fasziniert mich bei dem Level. Mit Level 1, dass du so viel Zeug dir holen kannst. Ja? Und das alles ohne Reittier. Das finde ich auch witzig. Wobei mich das ein bisschen triggert, ja? Diese Ausrufezeichen-Geschichte hier. Nee, ich glaube jetzt wirklich, dass man keinen ohne Pilze bekommen kann bei Level 1. Ja? So nach dem Motto, du willst Level 1, dir wird wenig Gold, viel kaufen. Dann musst du zumindest unter den Pilzen leiden. Ja. Sehr wahrscheinlich. Ich könnte Ausgeglichenheit halber nochmal so einkaufen, damit es gleich ausschaut. Wie gesagt, das ist jetzt Goldverschwendung gewesen, weil es eigentlich schon drüber ist. Aber also sanduhrmäßig ist es echt mega. Und in dem Bereich, in dem ich es jetzt gerade farme, da kann man dann auch schon sagen, gut, da wirst du wahrscheinlich viel skippen können. Also auch ohne Pakete. Also ich habe schon höhere Stände gesehen, logischerweise. Also man kriegt ja schon, wenn man viel nimmt und einigermaßen mit haushaltet, hat man ja schon, zu wenig Gold, das ist doch nicht normal. Das kann doch nicht sein. Was habe ich hier? 1,20. Ja, das kann ich mal wann anders machen. Aber das ist so im Prinzip so, was man machen kann, wenn man einfach wartet. Ja? 341 Tage, 3580 Sanduhren und eigentlich kein Gold ausgegeben. Ja? Und klar, das ist wirklich Gold. Ja? Schlimmer sind natürlich die Tränke. Also wenn ich jetzt Tränke vorbestellen könnte bei dem Level. Ich würde es machen. Ja, das ist echt, das ist ein bisschen schade. Holle gibt es übrigens auch hier auf dem Server. Ja, den könnt ihr auch vertrimmen. Der bringt auch ein Gold, aber der ist halt wirklich weit unten jetzt. Ja? Die sind alle so weit unten, dass ich mich an denen, was ist das für ein Sechser hier? Wenn ich alles ausziehe, wieder diese Geschichte mache. Holle, ein bisschen hochgehen, da ist der Sechser. Schauen wir mal, ob wir gegen den verlieren können. Ja, können wir. 200 Ehre verloren, das ist richtig gut. Der Hodelecker. Hodelecker. Mal ein bisschen. Jetzt habe ich gegen den gewonnen. Aber das ist der blöde. Ja. Und tatsächlich bringt der mir auch Gold. Das ist ja auch witzig. Das ist witzig. Aber jetzt haben wir wieder unseren Freund. Abgesehen davon, für unseren Freund müssen wir Equipment anziehen. Und das mache ich jetzt aber das letzte Mal. Den hier. 6, 8, 10. Und jetzt ist es vorbei. Nochmal 16 Gold geholt. Und die verskille ich jetzt aber. Pass mal auf. Soll ich die jetzt mal in die Nebenattribute reinpacken? Weil ich es kann. Ich habe irgendwo nochmal, weil es einen hohen Rüstwert hat, genau hier, habe ich halt ein Int dabei. Ja.
drei Stück, deswegen ist das hier, kommt der Unterschied ja, 27 zu 24. Oh. Glück ist auch schon sehr teuer. Komm, ich gönn mir wirklich nochmal hier richtig tolles Attribut hier. Nochmal hier, bap, bap. Und dann ist durch. Ja. Das läuft, das sage ich euch. Und ja, wie gesagt, die Ausbauten, ich glaube, die kriege ich nicht hin. Also das mache ich dann lieber beim Start, mir die Ausbauten zu erfarmen. An wem soll ich mich denn da hochziehen? Wir können jetzt aber noch mal kurz gucken, was wir vielleicht extremerweise schlagen können. Allerdings einfach nur aus Spaß. Machen wir nochmal sowas, damit ich nicht mein Gold verschenke. 1,20, das ist gemein. Komm, nehmen wir das. Und das merken wir uns mal. Aber es ist heute der letzte Tag, Sonntag. Ach, aber 3.700 reicht eigentlich auch. Ja? Genau, jetzt schauen wir uns mal an, ob wir irgendwie irgendwas schlagen können, was wirklich witzig ist. Ninja Wiesel. Den dürfen wir nicht schlagen. Schreibt dir jemand was? 46 Mitglieder. Ja. Wir sind schon längst mehr, aber ja. Jetzt gucken mal, wo so ein richtig schlechter Krieger ist. Ja. Der Level 1er hat Grenzen. Also man könnte natürlich auch jetzt Jahre schon gespielt haben und ganz anders geskillt sein. Ja. Aber der Spaß an den Level 1ern ist halt vorbei. Ja. Wow. Zieht mir nur viel Ehre. Ja. Nee. Also eindeutig... Und da, wo ich jetzt gerade bin, habe ich keine Chance, irgendwie den Kampf zu verlieren. Gewinnen. Ja, so schaut's aus. Keine Chance. Also ich bin eh schon froh, dass ich den einen gefunden habe, mit dem ich mich so hin und her ziehen kann. Weil mit Holle geht es nicht. Weil Holle ist so schlecht, da verliere ich jetzt auch nicht mehr, wenn ich irgendwas ausziehe. Ja? Das ist so ein bisschen das Thema mit Holle. Also hier verliere ich alles. Kann ich aber nur mal schnell so. Aber ich glaube, gegen Magier, wenn die einmal so ein bisschen rauskritten, habe ich auch keine Chance. Krieger, der hat viel zu viel Zeug an. Ja. Schau mal an. Aber der Vorteil ist ja, dass ich mich jetzt ein bisschen runterarbeite. Das war so ein bisschen der Plan, das wisst ihr. Nein, ich wollte nicht den Rang 1 Spieler anschauen. Immer noch nicht. Man kann in dem Spiel, so, 74.000. Können wir nochmal den hier anschauen. Was der hier sagt, gibt er mir wieder ein Gold. Aber nicht lange. Ich sag mal, so lange. Na doch. Genau, 14 und das war's dann. Aber ja, da geht ein bisschen was hin und her. Vor allem kann ich mir das jetzt wiederholen und ich kann mir jetzt vielleicht nochmal... Also das wäre jetzt schon ein Ziel eigentlich, auf die 100 zu kommen, oder? Also nicht für heute, aber für die Tage. So, das ist jetzt aber gut mit S1. Ich finde, das macht Spaß. Das ist vor allem sehr herrlich einfach, ja, was man da machen muss. Ist nicht so kompliziert. Man hat keine Festung, die man betreuen muss gerade. Man hat im Arena-Manager nichts zu tun. Hier darf man noch nicht mal angreifen, weil sonst kriegt man XP. Das ist wirklich was, was man verhindern muss. Andere Spieler darf man angreifen. Und dann, ja. Und dass man so zwischen 100.000 und... 50.000 hin und her irrt in der Ehrenhalle, finde ich auch total lustiger. Gegen die gewinnt man gegen sowas? Ja. Warum kriege ich denn noch 5 Cent von dem Kerl, ja? Ich möcht mal gern wissen, wie viel Gold Holle an Bord hat. Ich glaube, der könnte sich auch absolut nieder skillen. Ja? Ich glaube, das ist einfach Absicht, dass er so... ein Einser mit Gold da reingebaut haben. Ja, das ist einfach eine lustige Geschichte. Finde ich aber auch ehrlich gesagt witziger. Und ich weiß gar nicht, ob der andere Kerl auch irgendwas mit denen zu tun hat. Ich muss mal schnell den Namen... Abyss... Wahrscheinlich nicht. Aber der hat auch richtig Gold an Bord. Und keine Werte. Vielleicht hat er das Paket gekauft? Nee, aber der hätte schon längst kein Gold mehr. Ich habe das auch in der Gilde gepostet, also ist ja nicht sowas, dass ich da nur für mich behalte. Aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da ein bisschen Pilze zu verballern und ich finde,
Das ist ganz witzig, ja. Also die Werte sind jetzt ja nicht so wichtig, aber zumindest dürfte ich jetzt keine Quests verlieren. So am Anfang. Und der Berserker, der kann Quests verlieren, ja. Ich habe mich da echt gewundert. Ich habe den ja gut gespielt auf S41, aber die roten Quests, die waren nicht immer safe, ja. Zum Beispiel, die waren ein bisschen schwieriger und dann habe ich echt die ein oder andere Quest verloren. Ja. Wo du eigentlich nackt rumrennen kannst normalerweise, um keine Quest zu verlieren. Aber am Anfang ist schwieriger. Ja, ich hoffe, dass ich nicht so oft den Drachen holen muss. Das ist ja jetzt natürlich, ja, Leasen hier totaler Unsinn, weil da kriegt man halt 24 Cent. Also, das ist wirklich kompletter Unsinn. Das ist kein Gold. Das kannst du vernachlässigen. Nur, es gibt so ein bestimmtes Level, wo dir dann schon die Werte helfen und wo man wirklich auch darauf achten muss, überhaupt nicht auf die Attribute des Equipments, sondern nur auf die Rüstwerte. Ja? Alles andere ist komplett egal, weil ihr normalerweise über das Gold, das ihr bekommt, die Skillungen eigentlich schon in Ordnung sind. Ja? Ja. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass man tatsächlich keine Helme bekommen kann bei Level 1. Ja? Also weil ich mich da nie vernünftig ausgerüstet habe. Also was ich weiß, dass man halt relativ lange kein Talisman bekommen kann, aber bei den Hütten hatte ich das überhaupt nicht auf der Reihe. Also, ja, ich bin wirklich kein Serverstart-Experte, kann ich echt nicht sagen. Ja. Liegt auch daran, ich meine, alle Chars, die ich jetzt, also gut, S41 habe ich neu angefangen gehabt und Chile auch, aber das ist halt alles schon 2 Jahre her. Ich glaube, jetzt muss ich hier, hier glaube ich, der passt, genau. Ich glaube, stummschalten muss ich nur S1. Können wir nochmal schnell durchgehen, ne? Ob es irgendwelche Kisten gibt überall. Kriege ich jetzt eigentlich hier Kisten? Ich habe so viel geklickt. Ich glaube, ich muss S1 über einen anderen Server anmelden. Der ist irgendwie so ein bisschen leer gesaugt. Genau, hier kommt was. Continental. B1. Ja. International habe ich auch das Gefühl, dass nichts kommt, ehrlich gesagt. Ja. Und hier kommt auch nichts. Oh, schon wieder vorbei mit den Kistenzeiten. Es ist manchmal komisch. Es gibt manchmal so mega Wochenende. Und dann gibt es auch totale Flautenwochenenden. Aber es steigert sich eigentlich normalerweise zum Wochenende hin. Also wenn ihr merkt, also wenn ihr gerade jetzt mit den eher mit dem Browser unterwegs seid, um Kisten zu farmen, dann solltet ihr wirklich gucken, dass ihr es... Ups, das brauchen wir nicht. Da kriege ich keine Kisten. Da solltet ihr wirklich gucken, dass ihr es... wenn da nicht viel kommt, dann lasst es einfach, ja. Dann loggt auch mal aus den Browser, haut eine lange Stadtware rein und guckt einfach am nächsten Tag wieder rein, ja. Oder ein paar Stunden später. Manchmal ist es einfach nur ein paar Stunden später, ja. Gut, es ist zur Alu-Zeit, ist mir aufgefallen. Wenn ihr selbst Alu spielt, dann kommt häufig was rein. Ja. Ja, immerhin. Aber jetzt müsst ihr jetzt auch mal überlegen. Der ist jetzt 300, der Char. Ja. Und der Char ist ja, den habe ich übernommen, glaube ich, jetzt, als ich wieder angefangen habe, mit 330 irgendwas. Also den habe ich echt jung gekillt, muss man echt sagen. Ja. Das Ding. Also klar, der hat halt so, Turm ist halt fertig und so. Schon einiges gemacht. Und der kommt jetzt in diese offizielle Dungeon-Pause. Das heißt, der spielt jetzt gar keine Dungeons mehr. Also das Spiel ist echt kurios. So. Wenn man alles richtig machen will, ist es echt kurios. Na? Und es macht ja keinen Spaß. Dungeon-Pause ist ja wirklich voll die Spaßbremse. Na? XP-Bremse, Spaßbremse. Ja. Weil jetzt gibt es halt so die beste XP bei den Chars und die nimmt man mit und dann macht man die Dungeons eher spät. Also könnte ich daraus so einen halben No-Dungeon-Char machen, ja, der dann auch relativ spät erst klickt. Und dann ist er mit in 2 Jahren ungefähr, ist vergleichbar wahrscheinlich mit dem Char, ja, wobei der einfach einen gewissen Vorsprung hat an diesen Dingen. Also auch, was auch wirklich geil ist, dass ich hier schon so weit bin. Hier muss ich gucken, ob ich, weiß gar nicht, ob ich den hier abgespeichert habe. Ah, genau, hier. Wenn der dann
weggefallen ist. Und der geht, glaube ich, auch noch. Ja. Das sind so die zwei Magier, ohne dass sie was dabei haben. Der bringt mir gar nichts. Den kann ich auch absolut entfreunden. Absolut wichtig. Und ja, der ist zu gut, logischerweise. Eigentlich, das liegt auch ein bisschen an den Steinen und an den Werten. Die muss man auch ein bisschen betrachten. Ja. Paul Terra bringt mir auch schon nichts mehr. Kann ich auch mal entfreunden. Der ist da auch schon lange drin. Ja. Das sind wirklich Spieler, die da schon echt lange drin sind. Und ich habe letztens was hinzugefügt, die so ein bisschen was bringen. Ja, das ist halt zum Beispiel so ein Char. Weiß ich gar nicht, welcher jetzt besser ist, der oder der. Aber das ist der höchste halt. Und solange ich hier einigermaßen mein Zeug levele, funktioniert es auch. Ich kann ganz lange jetzt ausbauen, weil ich hier auf 15-15 bin und alles andere jetzt nachziehen kann. Also das hat schon einen Vorteil gegenüber dem S15-Char, weil als ich den angefangen habe, hatte der keine Festung, keine Unterwelt, keine Schattenwelt, kein gar nichts. Ja? Also da wird noch was gehen. Hier zum Beispiel würde ich dann irgendwann mal tatsächlich, weil der Wirbelwindsturm, wenn Hexenevent ist, mache ich Wirbelwindsturm. Ja, da geht es eher um Gold. So viele XP gibt es da nicht. Ja, rein theoretisch schon auch. Spielt auch eine Rolle. Wenn man da ein paar hundert schlägt, hat man auch ein paar Level gemacht. Aber ja, also den Spaß lasse ich mir wahrscheinlich nicht nehmen, ja, dass ich ab und zu mal was zeigen kann. Abgesehen davon kann ich euch eh nicht sagen, ja, wie viele Videos und wann ich Videos mache. Also ich, nur wenn ich Lust habe. Wie gesagt, am Samstagmorgen habe ich was gemacht und da hatte ich nicht die gleiche Energie, die ich jetzt habe. Da habe ich schon gemerkt, ich bin so mundfaul, werde ich so langsam. Und da habe ich beim Verabschieden habe ich gesagt, aber das Video werde ich eh nie veröffentlichen, so ungefähr. Na gut, ihr Lieben, ja, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. 1 Stunde 41 Minuten. Ich freue mich auf nichts. Haut rein und natürlich, also S7 nochmal, ja. Fangt halt an als oder entwerft ein Gegenprojekt. Ja, sagt, die wollen uns nicht, wir gehen in eine Gilde rein, wir wollen uns und wir zeigen es den Vollidioten, die uns nicht genommen haben auf Anhieb. Ja. Ich bin besser, als die gedacht haben. Ja. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir auch für Nachschub, dass für Nachschub auch hier gesorgt ist. Weil wir brauchen einfach Berserker auf dem Server. Und hier gibt es nicht so viele Berserker. Ja. Ich kann es euch, das zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt hier wirklich die Segel streichen. Oh Mann. Jetzt kommt man wieder nicht hoch, gell? Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es nicht. Ja. Na, das Spiel liebe ich schon, aber Player liebe ich nicht. Ja. Und die sind für viel Unsinn zuständig. Ja? Also ihr seht, es ist ja klar, dass jetzt irgendwie vor allem Kundis und Krieger und bla bla bla, aber abgesehen davon ist der Server ja echt alt. Ja? Und wenn man jetzt an die 400er kommt, irgendwann, ja, ja, wir können auch mal kommen, scrollen. Da ist jetzt schon mal immerhin 400er dabei, also es könnten auch schon neue Chars hier stattfinden, ja? Tun es aber nicht. Und jetzt gehen wir mal weiter, runter. Da kommt der erste Assassine, ja? Ein Japaner, hat ja, aber er hat auch schon umgestellt. Und ist das dann political correct? Hier, der hat wahrscheinlich wirklich, und der hat Bock. Ja? Also der wird wahrscheinlich erstmal von uns nicht besiegt werden, bei den kleinen Strollchen. Der hat gesagt, ich spiele den Berserker. Das ist der erste. Ja? 230 ist nicht schlecht. Aber ihr seht also, wie schnell man da hochkommt. Weil natürlich spielt man dann auch gegen viele Non-Pilzer, ja? Die gesagt haben, naja, muss ich sein. Ja? Also, da war der erste Berserker. Da kommt wieder einer. Aber der hat umgestellt. Aber immerhin hat er Rang 3 geholt mit seiner Gilde. Also es gibt nicht viel Potenzial. Die Anfangsidee war ja wirklich die, dass ich die Leute auch aus ihren Gilden rausziehe und sage, hey, habt ihr nicht Bock, irgendwie so eine Berserker-Gilde zu machen für den Heliwaiter? Ja. Und deswegen habe ich auch bis 41 wieder angefangen, weil ich gedacht habe, habe ich eben Berserker? Kann ich das auch da organisieren? Aber da gab es zu wenig Spieler. Ja. Aber grundsätzlich, also wenn ihr bis 41 auch noch Bock habt, ja, für so eine Heliwaiter-Geschichte, ich hätte Bock. Aber ja, noch bin ich halt jetzt... Da kommt wieder einer, aber halt schon ein ganz anderes Level. Ja. Also ihr seht schon, ja, da gibt es wenigstens mal ab und zu mal ein Battle Mage. Ja. Das ist ja eigentlich die geile Klasse. Ja, ein paar Assassinen. Also es haben wenigstens ein paar neue Chars auf alten Servern angefangen, ja, aber wenige.
Ich habe ja auch den Fehler gemacht, auf Chile eigentlich mit dem alten Char anzufangen, aber ich wollte einfach mal wieder einen schön, richtig schönen Krieger spielen. Ja. Und die Entscheidung bereue ich auch nicht. Also hätte ich dann eine andere Klasse gespielt, hätte ich es wahrscheinlich eher bereut. Also Magier oder Kundi oder Demon Hunter oder Berserker hätte ich da echt nicht spielen wollen. Ne? Das ist so schnell hoch und dann, warum kann ich nicht gewinnen? Also Krieger macht schon Sinn oder am besten noch ein Battlemage. Battlemage ist noch genialer. Ja. Der ist halt ein bisschen OP. Das muss man leider sagen. Ja. Aber ja, das ist halt so. Ja, da kommt mal wieder einer. Also, und den brauche ich auch nicht anschreiben zum Beispiel, ja, für so ein Projekt, weil, was will ich damit? Da bin ich, nach 3 Monaten bin ich da selbst, ja, vom Level her. Und dann kann ich ihn ziehen ab dann. Also deswegen braucht man auch wirklich Pilzer für so ein Projekt. Ja, ist auf jeden Fall total witzig. Ja. Und nochmal wiederholt, also es gibt ja hier diese Vergangenheit, weil ich mich wirklich nicht weiß, was ich im Video erzählt habe, dass ich nicht veröffentlichen werde. Es gibt diese S7-Vergangenheit mit den Gipfelstürmern. Ja? Deswegen heißen wir auf Chile auch so. Das hat einfach Tradition. Das hat auch witzigerweise der Spieler Zipfel, wenn der euch noch was sagt. Ja? Der, dem ist das eingefallen und man hätte sich beinahe Zipfelstürmer nehmen können. Aber es war nur einer von vielen. Der war ein super Spieler, hat total Spaß gemacht, mit dem zu spielen. Aber genau, der war einfach nur Mitglied in der Gilde. Ja. Der war ja auch manchmal Gildenleiter und auch wirklich ein Top-Spieler. Aber da war er nur mit dabei. Genau, und so kann man das auch sehen auf S7, weil man braucht es ja nicht übertreiben. Ja. Niemand braucht da den Mörderstart hinlegen. Also bestimmt haben viele Lust, am ersten Wochenende 200 plus zu spielen. Das habe ich auch, mache ich auch definitiv. Ja. Habe ich definitiv Bock drauf. Aber man muss nicht, 300 Rekord hinlegen, ja, um dann keine Dungeons mehr zu haben. Also das kann man sich so ein bisschen sparen. Da kommt mal wieder einer. Ja, mit 342 aber auch. Ja. Kann man sich mal die Gilde anschauen? Wie landet man denn in so einer Gilde? Ja. Aber es gibt eben, also diese Vergangenheit, Gipfelstürmer am S7 angefangen damals, als es noch keine Level 400er gab, ja, und damals, als 300 noch richtiges krasses Level war, musste man ein paar, wirklich spielen, also ein Jahr lang musste man spielen, sogar mit Sammelalbum schon, und mit ein paar XP-Vorteilen hat man ein Jahr spielen müssen, damit man 300 ist. Und noch ohne Steine, noch ohne diesen ganzen Firlefanz, Pets und weiß ich was alles, ja. Gab es schon, glaube ich, ab und zu mal XP-Wochenende. Also sie haben schon angefangen mit Events. Das gab es auch nicht immer, ja, dass es irgendwas Besonderes gab. Und vor allem gab es, glaube ich, mal eine Zeit lang wirklich nur Samstag, Sonntag. Das war auch für mich komisch. Aber manche Sachen erinnere ich mich auch falsch. Also deswegen nagelt mich nicht drauf fest. Jedenfalls haben wir da angefangen und wir haben der Rang 1 Gilde zumindest Respekt eingeflößt. Ja? Gehen wir nochmal auf Gilde 1, ob wir schaffen. Ja, Cosa Nostra. Ja? Den haben wir zumindest Respekt eingeflößt. Aber das ist eine Top-Gilde. Die haben auch 3,5 Millionen circa im Elevator geholt. Ja? Aber langfristig sind 3,5 Millionen gar nicht so viel. Das muss man sagen, ja. Also schauen wir mal, was wir nach 2 Jahren hinbekommen. Auf jeden Fall werden wir einige Gilden hier richtig ärgern. Und ich denke, wenn wir wirklich 2 Jahre durchziehen mit 50 Spielern, die Ritalo durchziehen, dann können wir Helivator Rang 1 holen. Ja? Rang 1 nicht unter den Gilden. Also die werden einfach wegen ihren Top-Spielern mit einem 600er, da müssen aber viele 500er antreten, bis sie einen 600er schlagen. Ja. Weil das ist ja ungefähr so das Level, das man hat. Ja. Wenn wir jetzt alle durchziehen, dann haben wir 50 500er. Und dann sieht man schon, da hat man am Anfang es leicht und dann fängt schon an. Ja. Die schlagen uns dann schon. Und bis der da oben ist, ist alles vorbei. Ja. Aber so ist es halt. Ja. Mal gucken, ja, wo wir da landen können, aber man kann es ja auch länger spielen. Ich spiele ja und ich werde auch den Server durchziehen. Also das letzte Mal, als ich dann das Projekt zu Ende war, als zu viele aufgehört haben, habe ich dann gesagt, ja gut, dann nicht. Aber den Server ziehe ich durch, ja, ist ganz klar. Und wenn ich dann mit der Rang 2 Gilde fusioniere, um die Rang 1 Gilde zu schlagen. Also irgendwas Lustiges muss da passieren dann. Ja, das ist auf jeden Fall so, ja.
Das war ein bisschen der Fehler auf S7, dass ich dann die Ziele nicht umdefiniert habe. Wir hatten nämlich noch ein Riesenpotenzial in der Gilde. Ja? Ich weiß nicht, ob ich das eben hätte verkaufen können, das ist ein nächstes Thema, aber genau. Aber erstmal, und wir haben wirklich gute Spieler. Und wie gesagt, ich spiele noch 8 Jahre Shakes and Fidget. Ja? Es sei denn, die Welt bricht zusammen oder es gibt einen, eigentlich ehrlich gesagt, zu erwartenden positiven Wandel auf der Welt, dass sich viele Dinge verändern. Und man sich selbst auch ganz stark verändert und die Welt für einen und auch im Außen eine andere ist. Mal schauen. Aber bis dahin habe ich auf jeden Fall das Ziel, 8 Jahre lang noch Shakes and Fidget zu spielen. Und da muss nachverhandelt werden mit meiner Freundin, Val Nightstar. Mal gucken, was wir dann rumdealen. Aber das war es dann auch. Also es gibt die recht unwahrscheinliche Möglichkeit, dass ich nochmal einen Serverstart spiele. Auf W60 vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Ich mag halt alte Server, man hat viel weniger Ärger und ist auch entspannter. Die sind auch dankbar. Ja, alleine schon, dass 2 von Cosa Nostra uns helfen. Wobei, da gab es ein Thema, da ist einer aus der Gilde raus. Ne? Also der hat gar nichts gesagt, hat sich jetzt nackt gemacht und liegt in der Ehrenhalle rum. Weiß ich nicht, ob da jemand das Passwort gehabt hat und ihn gekillt hat. Weil er sauer war, dass er uns geholfen hat, oder ob er selbst rausgegangen ist. Er hat nichts geschrieben, gar nichts, er ist einfach raus. Das weiß ich jetzt nicht. Ja? Also, das ist ein bisschen schade, weil dadurch wird das Portal schlechter sein, das Gildenportal. Aber ein bisschen was ist drauf und jedes Prozentchen hilft. Ja? Wir werden ordentlich Raids haben, weil die schaffen unsere 300er plus Chars, schaffen die auch so. Portal haben wir auch schon 11%, also das funktioniert auch. Und dann mal gucken, ja, wie es weitergeht. Genau, ja, dann sage ich jetzt, haben wir es aber wirklich. Und jetzt sind es dann doch nochmal 1:51 geworden. Nochmal 10 Minuten weitergequatscht. Jo, dann haut rein, bis demnächst. Und ciao, servus, wuhu. Yippie. Ich muss mal gucken, dass ich treffe. Ich geht's nicht hin. Mir fehlt der Kameramann bei der Geschichte. Der Regisseur ist auch nicht da. Der Ton. Hey Leute, hier sind wir wieder im Skype Kameramann. Und zwar mit Hinton und mit Val Nightstar. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Kiste kommt und er so. Oh. Okay, es kommt noch. Nein, mit der letzten Quest kriege ich den Datenschlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es, es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Gute Nacht. Gute Nacht. Und ein Bild.